Hallo und willkommen zu Streter Bender Streberg, Episode 110. Bevor wir loslegen, wieder ein bisschen Werbung. Diesmal haben wir einen Werbepartner, der schon öfter dabei war, der ganz war schon genau. Öfter im Boot. Das ist CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist mein erklärter Lieblings-VPN. Jetzt muss ich mal ganz investigativ fragen, Gary Streberg, warum bist du so ein großer Fan von CyberGhost VPN? Warum bin ich so ein großer Fan? Einmal natürlich, um Sachen zu schauen, bevor sie in Deutschland erscheinen. Also mit oder Sachen meinst du jetzt bewegte Bilder? Bewegte Bilder, ganz Sachen. Genau. Ja, Sachen, Dinge, Filme, Serien schauen, die in Deutschland noch nicht erschienen sind oder nie erscheinen werden. Wie zum Beispiel jetzt ganz aktuelles Beispiel Mrs. Davis. Das läuft hier nicht. Konnte ich auf Peacock gucken und die ganze komplette erste Staffel. Und ja, ist eine tolle, verrückte Serie. Und das ist von Damon Lindelof. Von Damon Lindelof und Tara Hernandez. Die kommt vom Big Boom Bang Theory. Big Bang Theory. David Lindelof natürlich. Damon Lindelof. Natürlich Lost. Aber Leftovers. Auch Leftovers und The Watchmen. The Watchmen, ganz genau. Genau. Naja, und oder auch so eine Serie wie zum Beispiel Hacks. Habe ich dir total oft von erzählt. Ah, du möchtest die so gerne sehen. Ich muss mir, glaube ich, dieses CyberGhost VPN wirklich mal ganz genau angucken. Ja, weil es gibt wirklich so, gerade bei so speziellen Sachen, bei so Nischenserien, ja. Für die euch ja auch vielleicht interessiert, da ist natürlich immer die Frage, wie kommt man da ran? Ne? Aber CyberGhost VPN ist ja auch noch für was anderes gut, Gary. Ganz genau, nämlich für Datenschutz und Sicherheit. Und ich gucke jetzt hier gerade mal auf mein Blatt, weil das ist wirklich beeindruckend. Mit über 17 Jahren Erfahrung ist CyberGhost VPN einer der Marktführer in Sachen Datenschutz und Datensicherheit und wurde auf der Bewertungsplattform Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet, übrigens auch von mir. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, und jetzt kommen wir so ein bisschen ins Detail, und verschlüsselt deine Internetverbindung so, dass du sicher online und privat bleiben kannst. Denn das ist ja so, wenn du einmal online gehst, das weißt du ja selber, ich mein, wir wundern uns ja alle, wie kann das sein? Ich habe doch nur hier mal Luftmatratze gegoogelt und mit einmal kommen zig Angebote für Luftmatratzen. Oder ich habe einmal Rollator gesagt oder Treppenlift und auf einmal kriegt man Werbung. Kriegst du die Werbung dafür. Ja. Und du fragst dich, warum. Ne? Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Internetanbieter da dranhängt, zahlreiche Unternehmen und natürlich auch Werbetreibende, die jede deiner Internetbewegung verfolgen und auswerten. So, und dank CyberGhost VPN knallst du da praktisch einen Riegel vor. Es ist ungefähr so, als würdest du in einem Auto sitzen und du hast ein vertrauliches Telefongespräch und plötzlich sitzt einer neben dir und macht Notizen. Weißt du, so ist das. Also ist CyberGhost sowas, wenn ich diese Auto-Analogie bemühen darf, ist sowas wie eine Art faradayscher Käfig um dich herum. Sozusagen, ganz genau. Also dafür machen wir wirklich sehr, sehr gerne Werbung. Wir haben aber auch noch ein Angebot. Ganz genau. Für unsere Follower und Rinnen. Genau. Als Fans von Streter Bender Streberg erhaltet ihr einen 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das sind ungefähr 2,03 Euro pro Monat plus 4 Monate gratis. Es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und einen 24-7-Support auf Deutsch, was ich super wichtig finde tatsächlich. Ja. Gerade wenn es so um so technische Sachen geht, ist es immer gut, wenn du dich mit jemandem unterhalten kannst. Man kann noch so gut Englisch, aber wenn es um Technik geht, ist es immer gut, dass man ein Native-Speaker. Ganz genau. Hast du gemerkt, ich sage, ne? Native, habe ich verstanden. Und um dieses Angebot zu erhalten, müssen unsere Fans lediglich auf cyberghostvpn.com/SBS gehen und das Angebot annehmen. Das ist cyberghostvpn.com/SBS. SBS ist natürlich Streter unsere Bender Streberg. Abkürzung. Ja, da machen wir wirklich gerne. Ja, kann man total. Wirklich sagen. Ist auch wirklich eine Empfehlung von uns. Absolut. Danke. Ich benutze es wirklich jeden für Tag. Eure Aufmerksamkeit, und ich glaube, jetzt können wir loslegen. Jetzt. Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Kann ich aufs Klo gehen? Ich muss aufs Klo. Wir müssen mal kurz unterbrechen. Ich muss wirklich, es ist wirklich so, einen rausäumeln. Senile Bettflucht ist ein Thema, was alle angeht. Ja. Thank you.
Und jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg. Gary fängt an. Warum muss ich eigentlich? Weil es sonst immer heißt, der keifende, zeternde Bender. Nein, ich hätte jetzt mal an Mr. T gedacht. Willst du mal anfangen? Was? Rembrandt? Nein, Ägypten. Es ist die 110. Die 110. 110. Ja. Also wir sind mal wieder rund. Diesmal. Okay. Ich mach dich auch gleich rund. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe nicht-binäre Peoples, herzlich willkommen zur 110. Ausgabe von Sträter, Bender, Streberg, der Podcast, aka Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Wir beginnen. Danke, dass Sie 110 gewählt haben, an dieser Stelle. Und, ich freue mich schon auf den Gag bei der 112. Folge. Da machen wir auch Bam. Absolut. Die fangen wir nochmal ab. Die kommt ja demnächst. Nochmal in die Kerbe rein. Die wichsen. So. Erstmal schönen Gruß und schönen Dank an alle unsere Patrons, sagt man, glaube ich. Also Patrons, die uns unterstützen. Patrons kommen in den Pelikanfüller. Patreons. Richtig, mit dieser kleinen Plastikkugel, die wir früher gesammelt haben, um sie auf andere Leute zu spucken. Mit wir haben das mit Blasrohren gemacht. Wir auch. Also wir haben. Ich habe die Hälfte davon verschluckt. Aber, das erklärt einiges. Habt ihr auch immer diese Stangen aus Vogelkäfigen? Die kommt man sich immer in der Tierhandlung, kommt man sich die kaufen, diese Stangen. Und das waren dann so lange Blasrohre. Da konnte man super mit Erbsen. Hast du da immer mit Indiana Jones gespielt? Nee, wo wir schon mal im Thema sind? Aus dem Baumarkt. Alurohre. Und da musstest du gucken. Es gab früher so dicke. Nicht Haarnadeln, wie so Teppichnadeln. Und die konntest du da reinlegen und die haben genau geschlossen. Ja, klar, Logo. Boah. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen Podcast zu teilen auf allen Plattformen, auf denen wir sind. Wir sind auf allen. Und auch mal zu liken. Multimedial liken und ich glaube für den YouTube-Kanal, Gary, ist es sehr schön, wenn man das abonniert. Liken und abonniert natürlich. Es geht nicht um den Algorithmus. Es geht um den Algorithmus. Wo man mit muss. Ich kann ja sagen, weil ich ja praktisch die Daten auswerte. Ja, Data. Selber nachts. Quasi in Echtzeit. Und da weiß ich... Echtzeit. Und dann guckst, guckt er auch. Guck er auch. Gary, warum gucke ich jetzt dauernd in diese Kamera? Das irritiert mich. Wir haben hier mehrere Kameras, das ist für die Menschen, die uns nur hören. Jetzt genau. Was ich aber sagen wollte ist, jetzt haben wir einen Veranfall. Daten. Reiten. Du reitest auf Daten reiten. Deswegen weiß ich nämlich, dass die Hälfte der Leute, die uns gucken bei YouTube, dass die kein Abo haben. Jetzt kommt ihr. Was? Was ist ein Skandal? Was kostet denn so ein Abo? Das Gary? Ist ja das Ding, Thorsten. Es keinen ist gratis. Cent. Keinen Cent. Keinen Cent. Abonniert uns. Was ist los mit euch? Was ist denn da los? Ja. Hallo? Wir reden heute, wir haben einen Schwerpunkt. Warte mal, darf ich vorher noch kleine Werbung machen für unseren Schwester-Podcast? Was? Wir haben einen Schwester-Podcast? Wer ist denn der Schwester-Podcast? Das ist Viele Wege führen nach Om. Das ist nicht unser Schwester. Das ist ein Podcast, den du auch machst. Also, Gary, jetzt wollen wir mal aber hier Stell dich doch nicht immer so an, wie so ein Mädchen. Kirche nach Athen tragen. Was heißt denn, wie so ein Mädchen? Was ist das denn für eine sexistische Äußerung? Mädchen. Das ist irgendwo hängen geblieben. Du hast einen eigenen. Ich entschuldige mich jetzt im vollen Umfang. Bei allen Mädchen. Du hast einen eigenen Podcast, der mit unserem Podcast nur so viel damit zu tun hat, dass du dass halt ich dabei bin. Ja, also genau. Wollen wir mal. Es das ist Viele Wege führen nach Om und ihr werdet euch aber vielleicht für das Thema interessieren, denn da geht es jetzt im zweiten Teil schon um KI und Co. Im zweiten Teil? Ja, wir haben tatsächlich zwei Teile zu dem Thema künstliche Intelligenz und was ihr schon immer darüber wissen wolltet. Und zwar haben wir da niemand anders als deinen Studienkollegen, Professor Dr. Oliver Zöllner. Und da der liebe Oz. Und da, damit habt ihr nicht nur einen Studienkollegen, sondern zwei. Denn auch der liebe Roland Heeb, mit dem habe ich zusammen Film studiert damals. Ihr verwegenen Teufelskerle. Es ist ein super, super Interview geworden und super informativ. Und wer das mal so ein bisschen einschätzen möchte, wo KI, oder AI oder wie man es immer ist, auch und ChatGPT und wie man die alle nennen möchte, wo das so eigentlich tendenziell hinführt, da erfahrt ihr es. Wahrscheinlich auch nicht, aber wo es hinführt, fragt auch die KI. Ja.
Und Oliver Zöllner hat natürlich Ahnung, weil er ist Doktor Professor in Stuttgart in der, an der Medienhochschule. Genau, digitale Ethik. Genau. Zum Thema digitale ist ein, also nicht nur, dass ich ihn schon sehr lange kenne, sondern er vermittelt auch Wissen bestimmt sehr, sehr, sehr gut. 25 Jahre. 30, nee, länger. Also ich kenne ihn länger. Wir haben 89 angefangen zu studieren und natürlich. Das ist schon leider noch länger her als 25 Jahre. Bald macht er seinen Abschluss. Wir freuen uns. Nein, wer will denn ihr Abitur machen, ihr oder ich? Es sind wirklich zwei ganz tolle Folgen geworden und das sollte man, kann ich sehr empfehlen. Weil das super aktuell ist, das Thema. Und kann ich sehr empfehlen, obwohl ich sie noch nicht gehört habe. Das muss man erstmal bringen. Ja. Wir haben einen Schwerpunkt heute. Es ist kein Indiana Jones Special, aber wir haben Indiana Jones anlässlich des neuen Indiana Jones Teiles, das Rad des Schicksals, zu einem Schwerpunkt gemacht. Wir reden natürlich auch über andere Sachen. Und wir reden natürlich auch darüber, lieber Thorsten, dass sich sehr viele Leute gemeldet haben und gesagt haben, Thorsten, Frank Sinatra, der hat gar nicht bei Miami Vice mitgespielt, sondern... Guck mal, wie der das ausspielt. Eine kleine Rampe? Der ist nur Moment, drauf Moment, angearbeitet. Maus, ja. Moment, aber du nimmst ja auch jede Rampe. Also, ja, du bist eine Rampensau. Thorsten, wo hast du dich denn da... Ich kenne eure Mechanismen. Was ist denn da schiefgelaufen? Wo hast du dich denn da verrannt? In welche... wie bist du in diese Sackgasse geraten, Thorsten, mental? Diese argumentative Sackgasse. Wie bist du? Wann, Thorsten, wann bist du gescheitert? Wann war das? Du bist also Zeit deines Lebens davon ausgegangen, dass Frank Sinatra in wie Miami... Wie lebt man mit dem Versagen, Thorsten? Nun gut, weil ich hab's wieder vergessen. Ja, Frank Sinatra hat wohl im Magnum mitgespielt und nicht im Miami Vice. Ich habe beides nicht so häufig geguckt. Ja. Aber ich wusste, er macht irgendwo bei irgendwas mit, wo die Musik entweder von Mike Post ist oder Harold Faltermeyer. Oder Mike Hammer. Mike Hammer? Mike Hammer war natürlich Miami Vice. Harold Faltermeyer war Miami Vice. Nein, Harold Faltermeyer war Beverly Hills Cop. Das stimmt, da hat der Hennes recht. Hört auf, hier reinzuscheißen. Mike Hammer, wer soll das sein? Mike Hammer hat das Miami Vice Thema geschrieben. Das Thema, was man nicht mitsingen kann. Ja, nee. Das ist Crockett's Theme. Crockett's Theme from Harold Faltermeyer. Nein, Mike Hammer. Definitiv Mike Hammer. Nicht, also, der ist doch Mike Hammer. Gary, hilf mir doch mal bitte. Ist doch nicht Mike Hammer. Natürlich war das. Mike Hammer. Jetzt kann es natürlich sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass Harold Faltermeyer auch für Miami Vice was gemacht hat. Also Harold Faltermeyer betrat unser Bewusstsein in dem Moment, als Eddie Murphy Beverly Hills Cop war. Ja, genau. Da hast du recht. Tim. Was immer noch super ist. Ja. So. Und für welchen Film hat er noch die Musik gemacht? Zum Beispiel für Running Man. Für Running Man, oder bin ich doof? Hat der war Harold Faltermeyer? War das? Schreibt uns das einfach in die Kommentare. Nein, hört, wir können es auch gleich googeln. Wir dilettieren hier, aber. Ja, Harold Faltermeyer, pass auf. Nee, Harold Faltermeyer und. Es gab noch einen. Harold Faltermeyer und. Wer labert denn da eigentlich draus? Wird der im Hintergrund gelabert? Hallo, wir hören euch. Mein lieber Sohn, kannst du die Fresse halten? Liebes Studiopersonal. Round! Bitte! Hier arbeiten Leute! Ich kann doch auch echt scheiße sein. Nee, Laumalocher da draußen. Das ist deine Kernkompetenz. Das ist, ich glaube, ich habe das echt von meinem Vater. Mein Vater hatte auch so dieses, weißt du, so kleine Männer, die keifen. Ja. Das ist wie in der Tierwelt. Ich habe eine Überraschung für dich. Hier ist der. Das wäre dein Vater. Da würde ich jetzt aber stiften gehen. Guck mal, ist mit der Sackkarre durch die Tür. Das ist schlimm. Weiter. Oh mein Gott. Harold Faltermeyer, das kann ich euch aber hundertprozentig sagen, hat auch die Musik gemacht für Das muss Didi sein, das muss Didi der Doppelgänger sein. Was? Ja. Echt? Harold Faltermeyer hat die Musik für Dieter Hallervorden's Didi der Harold Doppelgänger. Faltermeyer. Harold Faltermeyer. Der ist jetzt Metzger in München, eine Privatmetzgerei. Nein. Doch, hat mir Tommy Krappweis erzählt. Okay. Mhm. Das ist geil. Aber der hat ja auch das Top Gun Anthem gemacht. Genau. Da bin ich jetzt total bescheuert. Und wer spielt da Gitarre? Wer spielt Gitarre? Keine Ahnung. Nee. Steve Stevens. Mhm. Ich hatte gedacht Axel. Ich dachte Jonathan. Aber Moment, Steve Stevens ist Gitarrist von? Von? Billy Idol. Ja, natürlich. Der nicht verwandt ist mit Eric Idol. So, kommen wir mal endlich zum... Idol geht die Welt zugrunde. Zum Ernst des Lebens. Zum Ernst des Lebens. Ihr Lieben, The Flash. Ihr Lieben. Was war denn da los? Deine Prognose ist nicht eingetreten. Ja, ich bin einigermaßen erschüttert davon.
Und das bedeutet mehr als von so trivialem Kiki-Kram, wie ob Frank Sinatra bei Magnum mitgespielt hat oder bei A Sack Rice in China. Ja. So, weißt du, das ist... Weißt du, wer am Schloss im Fünf-Wolter-See mitgespielt hat? Larry Hagman. Telly Savalas. Nein. Ja, aber Telly Savalas war, glaube ich, in seiner Spätphase so ein leichter Durchreichposten im ZDF. Und weißt du, wer Roy Black gespielt? Some broken hearts never mend. Kennst du das noch? Ja. Super geiler Platz. Also, und wer ist, die Patentochter von Telly Savalas? Jennifer Aniston. Echt? Ja. Echt? Ja. Okay, ich hätte eine Nase. Hast du auch versucht, dir glatzköpfige Frauen vorzustellen? Du bist auf keinen Nenner gekommen? Paten sind nicht verwandt. Paten. Ja, ja. Paten. Ja. Paten. Ja. Einsatz in Manhattan. Das sind die griechischen Wurzeln. Einsatz in Manhattan wäre zum Beispiel warm hier. Ja. So. Da bist jetzt aber auf, da bist jetzt aber ganz oben auf der Ilja-Richter-Skala. Nach der nach unten offenen Ilja-Richter-Skala. Ich glaube, das war wirklich ein Sketch aus Disco, Thorsten. Ja. Einsatz in Manhattan. Einsatz in Manhattan, ja. Dann hat er immer gesungen. Das wäre ja alles okay gewesen auf sprachlicher Ebene. Das war furchtbar. Aber es gab, glaube ich, keine Musiksendung, wo die Sketche und die Musik so diametral auseinandergegangen sind wie Disco. Absolut. Also es gab ja dann später so Sachen wie Plattenküche, Bananas oder Känguru mit Kerkeling, wo die Musiker auch teilweise eingebunden worden sind in die Sketche. Ja. Aber Ilja Disco? Richter war seiner Zeit so weit voraus, dass sie immer noch nicht da ist. Unglaublich. Oh, ja. Ja, also, wie sind wir drauf gekommen? The Flash, genau. Ja. Ist nicht so gelaufen, wie er hätte laufen können. Er läuft ja noch. Aber trotz unserer Bemühungen. Gary, du hast gesagt, er ist trotz unserer Bemühungen. Naja, wieso? Ich meine, eine Titelstory in der Deadline ist schon mal, kann man schon mal machen. Eine kurze Anmerkung. Naja, es ist nicht die Times. Ne? Es ist nicht die Times. Es ist auch nicht die Variety. Du hast komplett recht. Trotzdem ist Trotzdem ist es die beste deutsche Filmzeit. Es ist aber auch nicht die Bäckerblume. Nein. Ja, ich finde die Cinema auch gibt's gut. Gibt es die denn noch? Ja. Bitte was? Die Cinema. Gibt es die Bäckerblume noch? Das weiß ich nicht. Apothekenrundschau? Pass mal auf. Gibt's noch Medi und Zini? Pass mal auf. Das weiß ich nicht. Ist der Film, gebombt? Hat er einfach nur schlecht performt? Naja, oder die Erwartungen sind hoch und die gehen ja mathematisch so daran, dass sie sagen, das Ding hat das und das gekostet. Werbung hier, kikiriki. Und dann muss der eine Zahl vorlegen. Ich hatte geschätzt auf 83 Millionen Dollar. 85. Weil, 83. Okay. Weil ich davon ausging, dass der Film, der hat ja einen Hype. Und in der Regel sind Filme, die gehypt werden, die erfüllen sich. Also es gibt drei Sachen, bei denen ich glaube, woran es gelegen hat. Zum einen, also für mich ist es so, dass die Leute gehen ins Kino. Jeder Spagullo filmt mit dem Handy. Mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr für TikTok mitzufilmen. Alles wegzuspoilern, was Beine hat. Ist das wirklich so? Ja. Auf TikTok? Ja, wenn du auf TikTok gehst, und ich gehe da nur drauf, um mich aufzuregen. TikTok ist das Böse. Die filmen mal sagen, alles mit. Verstehst du? Du findest rassistische Inhalte. Die haben keine Hemmungen, Gary. Das ist wirklich, das ist die Büchse der Pandora. Das ist ganz schlimm. Ja, die eigentlich Pandora heißt, ne? Was habe ich gesagt? Pandora. Ja, Andorra. Du hast Pandora gesagt. Ja, und? Das heißt Pandora. Willst du vor die Tür gehen? Schon seit ein paar Jahren. Oh, geil. Da hätte ich Spaß. Ey, das wäre in 3 Sekunden zu Ende. Das glaube ich auch, weil ich euch beide ins Bett schicken würde. Da gibt es keinen Pudding heute mal, der wird direkt ins Bett gegangen. Kassette kannst du dir abschminken, du auch. Ich dachte an Andorra. Ja, ja. Ja. Sich dann rausreden, weißt du? Ja. Die Büchse von Andorra. Das ist das eine. TikTok, dass ich jeder gleich mich, gibt es Sänge. Dass jeder. Nein, ich frage mich gerade wirklich, ob das jetzt wieder auch so eine Sache ist, wie ich ja manchmal sage, wir kriegen das einfach nicht mit, dass wir nicht die Zielgruppe sind. Ne? Also ich meine, ein YouTuber hat gesagt, ein Podcaster hat gesagt, das war ein Film, den hat sich keiner gewünscht. Außer Thorsten Sträter. Ich habe mir den gewünscht. Er hat ihn selber bestellt. Er hat ihn bestellt also und wahrscheinlich auch produziert. aber weißt du so, ich meine, für uns ist Michael Keaton als Batman ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Und für die jungen Leute. Also die erste Analyse ist, einen Tag nachdem der Film angelaufen war und auch schon in den Vorpremieren, haben die Leute hemmungslos gefilmt. Von den ganzen Cameos, ob digital oder nicht digital, zu den Abspannszenen, Schlüsselszenen, alles wurde mitgefilmt, alles wurde auf TikTok verbreitet und TikTok
chinesisches Format, die ja noch nie Probleme damit hatten, irgendwelche, weißt du, die fälschen dir auch mal einen Adidas-Schuh, also TikTok nicht, aber die Chinesen. Und das war, das ist war jetzt richtig sehr bitter. Sehr pauschal. Letztendlich kannst du den Film zusammenklöppeln auf TikTok. Und das jeden magischen Kinomoment abzubilden in schlechter Qualität auf TikTok, und TikTok unternimmt nichts dagegen, ist ein Teil, warum die Leute das Interesse verloren haben. Das heißt, jede Überraschung, jedes Easter Egg wurde verraten. Ja. Aber was mich jetzt wirklich mal interessiert, warum machen die Leute das? Wollen die, sind das absichtliche Spielverderber? Sind es, es ist ja nicht so, das, wie bei dir, ich mache mich ja immer lustig über dich, Gary, wenn ich sage so Spoilerboy und so weiter, wenn du aus Versehen wichtige... Die Leute wollen Geld verdienen. Das ist der 14-jährige Kevin und der 17-jährige Juan Wen. Die möchten gerne ein bisschen Geld von TikTok haben, und wenn es nur $200 sind, und hoffen, dass 1,2 Millionen Leute sich angucken, wie sie eine Raubkopie der letzten Szene von Flash einfach online stellen, die sie ganz offensichtlich im Kino im Einkaufscenter gefilmt haben. Und das ist halt so das Armseligste. Das ist Platz 1 der armseligen Sachen. Platz 2 ist halt, dass Leute versuchen, über Dropshipping dir China-Schrott zu verkaufen für den achtfachen Preis und das für Verkauf halten. Das ist mal eine völlig andere Geschichte, die ja nichts verloren hat. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf Garys Argument eingehen, dass wir vielleicht als Zielgruppe natürlich uns sehr, sehr, sehr auf Michael Keaton gefreut haben als Batman und natürlich auch sehr zufrieden waren. Ich freue mich immer noch drüber, auf jeden Fall, aber dass natürlich wir zu den Opas gehören, die sich einfach noch an die dabei waren, als 89 Batman in die Kinos kam. Ja. Und das ja auch Teil unserer Jugend, teilweise sogar, also in meinem Fall sogar unserer Kindheit ist, weil ich ja doch maßgeblich jünger bin als ihr. Ja, ich war 30 damals als ihr. Ja, siehst du. Ja, ich glaube ich auch. Ungefähr so, kurz vor der Rente. Nein, aber das ist natürlich klar, wir haben ja irgendwie auch unser Leben lang drauf gewartet. Also gefühlt war das schon so, jetzt kommt ein Batman-Film und jetzt kommt der und dann ist der auch noch gut. Und so viele Jahre später haben wir die Möglichkeit, wahrscheinlich zum letzten Mal ihn nochmal zu sehen. Ja, also ich habe nicht drauf gewartet, aber ich habe mich gefreut, sagen wir mal so. So, und ich glaube, wenn der tatsächlich ein Misserfolg ist oder geworden ist oder wird, dann hat das aus ganz vielen Aspekten. Und einer davon ist, das muss man leider auch sagen, ist einfach Ezra Miller. Der ist, glaube ich, ein Faktotum, Das ist tatsächlich. Das kommt dann auch noch dazu. Die ganze Presse um Ezra Miller. Er kann so gut sein, wie er ist in dem Film. Und er ist gut. Er ist gut, muss man jetzt mal einfach sagen. Ja. Na, und das Interessante ist ja auch, den Leuten, die jetzt, ich meine, okay, das ist jetzt kein Querschnitt der Kinogänger irgendwie in Deutschland, aber die meisten Leute, die uns auf unser Special irgendwie Kommentare hinterlassen, die sind alle begeistert von dem Film. Jeder, den ich gesprochen habe, den gesehen hat, fand ihn gut. Ja. Also, ich fand ihn ebenfalls gut. Einziges Manko, ich fand ihn gut erzählt. Ich fand die Musik gut. Ich hatte Benjamin Wallfisch immer so ein bisschen im Auge als jemand, der so ein bisschen wabernde Soundtracks macht, und war deswegen da ganz begeistert. Man könnte sagen, es ist dein persönlicher Moby Dick. Es ist mein persönlicher Wallfisch. Benjamin Wallfisch. Ja. Und ich fand ihn gut erzählt, aber du hast halt die Spezialeffekte. Du hast ja gesehen, dass sie die Spezialeffekte beherrschen. Ein aus dem Flieger springender Michael Keaton ist ganz klar CGI animiert, da hat man niemanden irgendwo dran geschnallt, der springt aus dem Batwing. Ja. Der Batwing selber. Die Höhle war ja physisch gebaut, aber der Batwing wohl nicht. Und dann diese Spezialeffekte, die Landung der Raumschiffe, die ganze Schlacht, die ganzen, du hast gesehen, das ist die Animation. Hm. Und ich habe den Eindruck, sie haben die anderen Effekte nachträglich zum Schluss gemacht. Ja, und die Effekte, wenn auch der Andy Muschietti sagt, das wäre Absicht gewesen, dann würde ich das verstehen bei den sehr artifiziellen Animationen am Ende. Hier die Sachen, Multiverse. Sachen, die in diesem Rad sich bewegen, in diesem, das war ja wie... Auch die waren von unterschiedlicher Qualität. Du hast ja damals George Reeves gehabt oder was, den ersten Superman-Darsteller in Schwarz-Weiß, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist eine 1A-Grafik. Und dann hast du, was hast du noch gehabt, um Gottes Willen? Nicolas Cage. Da will ich noch gar nicht Reeve hin. Christopher Reeve habe ich schon gesagt. Alan Slater. Christopher Reeve, Alan Slater war Adam schon, West. Wo ich gesagt habe,
okay, ja, das ist so durchscheinend und 70er, das kaufe ich noch. Und bei Nicolas Cage habe ich dann gesagt, okay, das ist PlayStation 3. Ja. Das ist nicht die richtige Art, es mir zu verkaufen. Da hätte man irgendwas anderes. Es geht ja gar nicht um die Effekte, es geht nur ums Gesicht. Versuch nicht, den Fehler zu machen aus Scorpion King. Das Gesicht war nicht so okay. Wir sind jetzt auf Spoiler-Territorium. Ja, ne? Wollte ich nur einmal nochmal sagen. Es sind keine Spoiler mehr, tut mir leid. Es sind jetzt keine Spoiler mehr. Aber also, ich sehe es auch. Das verdanken wir vor allem TikTok. Und das Erste, was du gesagt hast, nachdem du den Film gesehen hast, war, sie müssen nochmal an die Babys ran. Mhm. Und ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt nochmal... Ein Satz, für den ich nicht zitiert werden will. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Jetzt außerhalb des Kontexts. Aber wenn sie in diesem Rat sind, was übrigens, wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich auch eine gewisse Hommage ist an die ersten... Wird's denn jenen, Gary? Herr Muschetti, Sie müssen nochmal an die Babys ran. Das tut mir leid. Schande über meinem Haupt. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Räder heißen, wo die ersten bewegten Bilder zu sehen waren. Zeotrope, ne? Zeotrope, genau, ja, ja. Danke. Genau. Das ist ja quasi, er bewegt sich ja in so einem Zeotrope, in so einem dreidimensionalen Ding. Und da kann ich noch sagen, okay, das war jetzt eine künstlerische Entscheidung, zu sagen, die sehen einfach so aus in dieser Realität. Du darfst sie nicht anlehnen an etwas, was an Computerspiele erinnert. Besser wäre gewesen, es in Zeichentrick ist den Leuten zu weit weg. Aber irgendeine Form der Animation zu finden, wo wenigstens die Gesichter, wenn auch nicht die Körper, die Gesichter doch einigermaßen naturalistisch sind. Knetmännchen. Sehr, sehr geil. Artman hätte es machen sollen. Ja, der Simon the Cat zeichnet, hätte es machen können. Ich finde, wir sollten jetzt der ganzen Sache jetzt auch nicht so viel Raum einnehmen. Nein, das ist das Tragische. Das ist das Tragische, dass du an dieser Generation vorbeigearbeitet hast, die sagt, das sieht aus wie bei Scorpion King, womit sie recht haben. Oder die sagen, das sieht aus wie PlayStation 3. Die sofort ein Bild zur Hand haben auch. Die sagen, okay, komm, das ist Lara Croft Teil 2. Irgendwie weiß ich jetzt nicht. Und da hätte man einen anderen Kunstgriff finden müssen. Bei den Babys am Anfang ist natürlich klar, dass es, stell dir vor, die hätten wirklich naturalistisch ausgesehen, dann hätten sich viel mehr Leute aufgeregt. Das wäre nicht gegangen. Das wäre überhaupt nicht Trotzdem gegangen. Hätten sie etwas naturalistischer aussehen können. Ja. So, das waren Cartoon-Babys. Und trotz dieser ganzen Kritik, die man da an dem Film auch haben kann, auch Ezra Miller, ich finde, dass der Unterhaltungsfaktor so hoch war. Der Unterhaltungsfaktor war so hoch, dass ich mich einfach frage, was wollt ihr eigentlich mehr? Also ich glaube nicht, dass man ihn bis auf diese technischen Sachen hätte besser machen können. Was auch Gesetz der Umstände, ganz kurz, Gary, auch Gesetz der Umstände mit diesen ganzen Rewrites und auch mit dem Fall Ezra Miller und so weiter. Der Film musste ja rauskommen. Er hätte nicht dieses Schicksal haben dürfen wie Batgirl. Ja. Zu sagen, wir haben jetzt was gemacht, aber wir können ihn nicht rausbringen, weil Ezra Miller ein Vollpfosten ist. Was ich auch total Banane finde, ist die Kritik, wenn ich das schon höre, der Humor. Das wäre so ein Bill und Ted-Humor. Klar, das ist okay. der Humor heranwachsender Nerds. Und das ist völlig okay. Ja, finde ich auch. Da fühlte ich mich abgeholt. Also es gab wirklich diese Momente, ich habe ihn ja alleine gesehen, ohne euch, und es gab diese Momente, wo ich dachte, wenn Thorsten jetzt neben mir sitzt, wenn das Mädchen aus Derry Girls ist sie glaube ich aus Derry Girls, wenn sie Batman rufst, habe ich deine Aura neben mir gespielt. Und darf ich noch eine Szene raten, wo du gelacht hast, wenn Ezra Miller neben sich selber als Flash, als Barry Allen im Batwing sitzt mit diesem neuen Kostüm und er dreht sich zu sich selbst um und die Maske bleibt, wo sie ist. Ich habe mich scheiße geschrien. Thorsten, ich habe dich so gespürt in dem Moment. Zweimal habe ich extrem gelacht. Dreimal eigentlich. Und ich glaube, dass dieser Moment nicht geskriptet war. Ich glaube, das ist nur entstanden durch diese Maske, durch dieses... Ja, weiß man nicht. Das ganze Kostüm, das ist ja das Liebevolle, was ich mochte, dass sie sein Kostüm genommen haben und dir gezeigt haben, woraus es gemacht war. Der presst sich an das Batman Returns Kostüm, dann muss er die Ohren absägen, so massive Latexohren. Tat dir das nicht weh? Ja. Ja, es tat ihm weh. Das ganze Besprühen ging mir auch schon auf die Fackel. So. Ich dachte, Gott... Und dann die Maske, weißt du, wo du richtig siehst, die geht keinen Millimeter mit, mach du irgendwas. Ja. Und das hat mir gut gefallen, dann hat mir sehr gut gefallen, wo Barry den anderen Barry mal so einen Meter bewegt, woraufhin der sich die Seele aus dem Leib kotzt. Das war auch sehr lustig. Oder wie Batman versucht mit so einem Flipphone
Das mochte ich auch sehr gerne, wie er versucht, mit so einem Modem-Handy was zu überbrücken. Also ich habe ihn jetzt dreimal gesehen und eine Stelle, die beim ersten Mal überhaupt gar nicht aufgefallen ist, weil es natürlich auch sehr viel Information war, war die Stelle, wo der scheiß Besen umkippt und The Flash es nicht schafft, einen umfallenden Besen aufzuhalten. Und dann kippt, glaube ich, noch ein Deckel um und so weiter. Ich habe so gelacht. Das ist echt so eine Inspektor Clouseau-Nummer. Absolut, ja. Das hat diesen, insofern kann man natürlich auch sagen, dass das hier Pink Panther, natürlich auch Bill und Ted, guckt dir jetzt mal die Pink Panther Filme an. Du siehst einfach, wie gut der Film eigentlich getimed ist vom Humor. Das Timing. Wenn du siehst, wie er seine Kommilitonin respektive sein Love Interest zu sich nach Hause einlädt. Das Aufräumen, der Schrank, durch die Wand diffundieren, dieses Bier holen, das dann mega überschäumt. Das war super. Das ist alles auf den Punkt so. Das war schon sehr gut gemacht. War sehr, sehr gut. Oder also auch der erste Ausbruch von Barry mit seinen Superkräften durch die Stadt. Auch sehr, sehr gut. Da war auch ein super Song dabei. Warte mal, was war das? Ja, war das eben. Barracuda? War's, der war ein so ein super das Song, dass wir uns nicht erinnern. War das, ich glaube, es war Barracuda von Heart. Kann es sein? Berichtigt uns bitte oder verbessert uns. Wir wünschen dem Film natürlich ein Weiterleben auf Blu-ray, guckt auch kein Schwein mehr. Komm, also weißt du. Ja, das Ding wird, falls das noch irgendwas zählt, ein Riesenerfolg in den Streaming-Dingen. Mhm. Das ist der perfekte Sonntagnachmittag-Film auch. Ja. Bei den Spezialeffekten ist das Kind in den Brunnen gefallen, weil du siehst ja eigentlich, die Spezialeffekte waren gut. Du siehst ja Michael Keaton auch nur tagsüber. Also bis auf diese eine Nachtszene, wo sie in Ükmük oder Russland landen. Ah, es gibt aber eine Szene, okay, pass auf, da möchte ich nochmal drüber sprechen, weil wenn Batman dann kämpft im Hellen in dieser Wüste, wo sie da sind, da bewegt er sich nicht wie ein 70-jähriger Mann. Er bewegt sich auch beim Kampf nicht wie ein 70-jähriger Mann. Er bewegt sich überhaupt nicht wie ein 70-jähriger Mann, außer er bewegt sich. Also wenn Michael Keaton bewegt sich, darum geht's auch nicht. Wir erwarten schon Top-Action und sie haben sich schon bemüht, eine Kampfszene zu machen, die genauso gut ist wie die in der Filmgeschichte bisher beste Batman-Kampfszene, die Warehouse-Scene in Batman vs. Superman, wo alle eine Kiste vor den Kopf und ich komme von Etage unten und Kikeriki und alle auf die Fresse und Messer hier und erstechen da. Und ne, das war schon eine richtig starke, die beste Kampfszene bis jetzt. Und die ist auch nicht schlecht. Dass Michael Keaton das auch komplett, dass das egal ist, dass es over the top geht, ist vollkommen Latte. Weil die haben sich natürlich überlegt, entweder macht er das langsam, mühsam, uff. Oder aber der kämpft so, wie er kämpft. Dann ist halt rasend schnell. Mhm. Da ist sehr viel Flugumhang eingesetzt. Da wird unglaublich viele Gleitflüge. Ja. Auch hier, ich spring runter, ich schnapp mir den, ich fliege wieder hoch. Ich weiß nicht, wie das von der Statik gehen soll, aber mach. Ja, wollen wir mal über die Szenen reden, die wir beim ersten Mal nicht sehen konnten, weil sie noch nicht drin waren? Ja, was waren das für Szenen? Naja, das war die Szene ganz am Ende, wenn noch ein weiterer. Ist es jetzt ein Batman oder ist das nicht? Er ist Batman, er ist Bruce Wayne, ja. Er ist Bruce Wayne. Klar. Mit Bart. Ja, was das soll, weiß ich auch nicht. Ja. Wie kann denn Bruce Wayne, wir nennen jetzt mal den Namen nicht, für die zwei Leute, die es nicht gesehen haben, aber wie kann denn Bruce Wayne mit einem Bart rumlaufen? Also Batman, rasiert er sich jedes Mal vorher? Ich nehme an, dass wie machst du das, Thorsten, wenn du durch Dortmund nachts, rasierst du dich da vorher noch? Nee, ich mache mir Vaseline rein, dann riecht der besser an. Okay, gut. So, das sind jetzt Tricks und Kniffe hier. Vaseline rein. Ich mache mir Vaseline rein, wir müssen noch mal in die Babys ran. Hier ist was los. Herzlich willkommen zur Superhelden Hobbytheke. Wie wird man mit Bart Superheld? Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, für eine längere Sache rasiere ich noch ab. Aber ich kann gut verstehen, dass dieser Schauspieler, dessen Name nicht genannt werden will, für den halben Drehtag, den er sich vom Comasee loseisen musste, da keinen Bock hatte, sich den Vollbart abzurasieren. Weil so was wächst ja auch wieder 6 Wochen. Das ist... finde ich seltsam. Ich finde, die Post-Credit-Szene hätte jetzt nicht sein müssen. Das war eher schwach. Auch da müssen wir jetzt nicht spoilern. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Abspannen. Ja, der Abspann war auch. Der ja wieder auf den Anfang, der Hund. Genau. Also da hatte ich sehr, sehr, sehr viel Spaß. War einer der lustigsten und schönsten Abspänne. Ja, ja. Da haben wir ja doch sehr Da hat es ja dann funktioniert. Da hat es dann erstaunlicherweise funktioniert. Dann sind wir dann wieder bei dieser Suspension of Disbelief, wo wir sagen, okay, da glauben wir das und das können wir dann auch akzeptieren. Ja, ja. Ich weiß, dass Thilo saß neben uns, Thilo Gosujan, schönen Gruß, der hat dann wirklich auch an den Stellen wirklich auch sehr laut gelacht. Ja, ja. Na? Und der Thilo ist ja immer so ein Benchmark, weißt du, wenn der Thilo laut lacht. Was heißt denn Benchmark auf Deutsch? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Das würde ich jetzt wieder, würden jetzt wieder Leute schreiben, sag mal, was auf das, so ein Marken, so eine Grenze. Die Marke, die man irgendwo setzt. Die Mindestgrundmarke ist das. Ja. Ja, genau. Ja. Das so neue. Da gibt's die Latte. Das ist die Latte. Die Latte. Thilo Goselo Johann ist die Latte. The Lad. The Lad.
Die Kamera ist gerade ausgefallen hier. Sein Bruder war übrigens bei mir. Eine Kamera hat den Geist aufgegeben, Tim, nur zur Information. Nur zur Information an unser Studio. Du kannst jetzt auch nicht reinkommen, weil da fällt die andere Kamera um. Die Kamera ist weg. Wir müssen an dieser Stelle abbrechen. Das Objektiv bewegt sich was, es kommt direkt auf uns zu. Ja, vor allen Dingen, solange wir nicht implodieren, ist es müsste schon da sein, ich kann es nicht sehen. So, also, wir haben schon vor geraumer Zeit über Weird gesprochen. Ja. Die Al Jankovic-Story, die jetzt endlich auf Netflix ist. Ich habe die erste halbe Stunde geguckt und mich gut unterhalten gefühlt, obwohl ich die Background-Story überhaupt nicht kenne. Ja, die Background, also wir rubbeln das jetzt eben nochmal auf. Es ist eine Parodie auf sämtliche Musik-Biopics, Biopic-Filme, so wie Bohemian Rhapsody, vor allem auf Rocketman und Walk the Line. Und, aber er geht schon sehr in diese Richtung Walk Hard, the Dewey Cox-Story. Den ich ja nie gesehen habe. Doch, der ist auch sehr lustig. Ich weiß. The Wrong Kid Died. Und das geht sehr in die Richtung. Der soll sehr gut sein. Sehr viele Gastauftritte. Also Weird, Al Jankovic, die Al Jankovic Story jetzt auf Netflix. Unsere. Ja, ich meine Daniel Radcliffe als Weird Al Jankovic. Also bitte, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Spielst du Tetris gerade? Was machst du da mit deiner Yps-Uhr, Thorsten? Ich gucke, ich muss heute noch ins Studio. Ja, ich muss heute auch noch ackern. Deswegen, lass uns mal über Indiana Jones reden. Ja, reden wir über Indiana Jones und das Rad. Will ich dabei sein? Schicksals. Wir haben schon einen Spoiler-Podcast aufgenommen, den wir am Ende nach dem Abspann euch zeigen. Also Post-Credit. Das heißt, wenn ihr Indiana Jones und das Rad des Schicksals noch nicht gesehen habt, wenn ihr ihn gesehen habt, nach dem Podcast reden Gary und ich über den Podcast. Du hast ihn auch noch nicht gesehen. Doch, wir beide haben ihn gesehen. Ja, ich gehe immer ab und zu einer Pressevorführung. Kalimar Shopping Day. Wenn euch übrigens unser Titelbild gefällt, das von unserem lieben Freund Knut Juncker gezeichnet worden ist, zu dieser Episode 110, dann schreibt uns doch in die Kommentare. Vielleicht, wenn genug Leute sich das wünschen, vielleicht machen wir ein T-Shirt raus. Weil es ist wirklich fantastisch. Danke nochmal, Knut. Also wir haben uns sehr, sehr wiedergefunden in dieser großartigen Zeichnung, in diesem großartigen Artwork. So, Indiana Jones und das Rad des Schicksals, The Dial of Destiny. Ja. Ist da guter Rad teuer? Oder ist es? Ich sag mal so, Gary hat den Gag schon gemacht, aber ich wiederhole ihn nochmal, obwohl es ja später erst kommt. Es erfindet das Rad nicht neu. Der Film. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Nein, das eben genau. Siehste? Ist Gary natürlich auch rangegangen und hat gesagt, er hat gar keine hohen Erwartungen an den Film. Und was soll ich sagen? Ich habe den Film natürlich so gesehen, wie man ihn sehen muss, nämlich bei der Deutschlandpremiere in Berlin. Entschuldigung, Hennes. Du warst ja, vor allen Dingen, du hast ja ein super, super lustiges Video gemacht mit den Cosplayer. Wie bist du denn da eigentlich dran gegangen? Also erstmal mal ganz kurz zu meinem Weg nach Berlin. Die standen alle mit Hüten und haben gesagt, dann tun wir dem Kind den Gefallen. Absolut. Short Route. Genau. Hennes hat nämlich seine eigene Heldenreise an dem Tag. Ich habe 8 Stunden gebraucht von Bochum nach Berlin, deswegen konnte ich auch leider an der Pressekonferenz. Das nächste Mal doch einfach den Zug. Das war das Problem. Und an dieser Stelle nochmal Respekt an alle Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die da auch die Nerven behalten haben, weil es liegt natürlich nicht an den Leuten, die im Zug mitsitzen, also an dem Schaffner oder an dem Zugführer, sondern einfach an dem ganzen System Deutsche Bahn, dass das so marode ist. Und kurz, ich konnte nicht zur Pressekonferenz, ich konnte nicht zum Meet and Greet. Natürlich schade, aber ich bin dann doch noch rechtzeitig zur Premiere gekommen und habe den Film dann, auch wenn Thorsten jetzt sehr schwer atmet, im schönsten Kino Deutschlands gesehen oder das ich kenne, nämlich im UCI in Bochum. Dann bin ich deswegen 8 Stunden. Nein, im Zoopalast Kino 1 in Berlin. Ja, und ist auch schön, ne? Nein, das ist fantastisch. Die Projektion, der Sound. Es ist ein wunderschönes Kino. Ist das mit den Wasserkaskaden? Das haben sie aber nicht gemacht. Es fängt am Anfang mit, wo du Zach Braff getroffen hast. Hast du das mal erlebt? Mit diesen Wasserkaskaden? Nee, ich habe da einen Film gesehen, irgendwie mal aus Langeweile, und das war Them. Mit den gespiegelten Familien im Untergrund, im Ober. Us. Ja. Us. Nicht They. Them, They, Us. Genau. Und da haben sie es nicht gemacht. Von John Peel. Ja, ich spürte das. Ich hatte anschließend ganz weiche Haut. Ja. Und deswegen habe ich. Komm, lass. Aber. Ich habe. Ja.
Es ist ein Kino. Ihn gesehen und da waren so Liegesitze. Deswegen bin ich kurz genau. Speichel. Das wär Gift für mich. Ich würde sofort einpennen. Ich glaube, dass hauptsächlich Gift für dich wäre. Aber nicht Liegesitze. Nein, aber Strychnin wäre Gift für dich, Gary. Ich werde nie vergessen, wie ich in diesem Kino saß und mit einmal fangen diese Wasserkaskaden an. Ich habe gedacht, hier einen massiven Rohrbruch. Und mit einmal kommt wirklich in voller Breite kommt Wasser von oben runter. Also du hast praktisch so einen Wasservorhang. Und du denkst nur, warum? Weil sie es können. Also sie machen den Sound am Anfang nochmal, lassen nochmal einmal laufen. Also da war, selbst Zach Braff war völlig hin und weg. Zach Braff war baff. Die Sutschuk-Kanonen, das nächste Ding. Also da muss ich auch nochmal sagen, dann wir waren ja geile bei Omis aus deiner Umgebung, fassen die ins Gesicht. Das alles kann nur das Kino am Zoo so verlassen. Geile Omis. Bisschen Heroin in der Pause. Fassen die ins Gesicht. Wir waren pass auf, wir haben noch nicht so viel Zeit. Wir waren letztes Jahr bei der Premiere von des Jurassic World Films und da waren wir in Köln auch nicht dabei. Und haben wir natürlich gesagt, es ist eigentlich ein bisschen schade und es ist eigentlich ein bisschen peinlich, was hier auch an Prominenten und einfach, sie haben sich Mühe gegeben, aber was Disney diesmal gemacht hat, wir zeigen auch noch ein paar kleine Bildchen und so weiter und wir haben das ja auf unseren Social Media Plattformen ja auch schon geteilt. Das war schon wirklich, wirklich toll, das ganze Design und natürlich, klar, du kommst da an und du weißt, gleich kommt Harrison Ford und gleich kommt Phoebe Waller-Bridge und Mads Mikkelsen und Thomas Kretschmann. Das ist schon eine ganz andere Stimmung. Thomas Kretschmann spielt auch mit, der geile Typ. Thomas Kretschmann spielt auch mit. Und deswegen sag ich ja, der kann alles spielen. Rate mal, was er spielt. Short Round. Nein. Genau. Er spielt einen Deutschen, aber mehr sage ich dazu nicht. Also könnt ihr euch jetzt mal denken. Ich kann es mir denken. Und natürlich hat Steven Gätjen das wunderbar wieder moderiert. Ach, der alte Steven. Alles moderiert. Das ist echt, das ist das Universal-Schweizer Messer des deutschen Filmjournalismus. Und, das ist absolut. Steven Gätjen kannst du wirklich. Und dann sitzt du da mit diesen ganzen Fans in diesem wunderbaren Theater und dann kommt Harrison Ford auf die Bühne und dir ist alles egal. Es ist nur Harrison Ford. Dann sprach er dann auch, richtete seine Worte an die Fans, weil es waren wirklich sehr viele, einfach nicht nur irgendwie Prominente waren da, sondern auch, ich stand am roten Teppich, lief mir Otto über den Weg so. Und ich weiß nicht, warum Alexander Dobrindt mich gegrüßt hat und warum er da war, aber hallo nochmal zurück. Und das ist jetzt alles Name-Dropping. Weil er dachte, du wärst eine Handpuppe aus Hallo Spencer, schätze ich mal. Richtig, ich war Elvis. Ja. Und einer von den Creech Boys. So, das war's. Nein, und Harrison Ford sagte dann, we serve you. Also wir machen das, um euch zu bedienen. Also ja. Ich hätte gedacht, ich kriege jetzt was gebracht. Yeah, we serve you, ganz genau. Wie Pommes! Und dann machte Harrison Ford einen Move, der war so geil. Dann sagte Steven Gätjen, möchtest du besser? Das war besser, der Twist an dem Abend. Besser. Und dann sagte Harrison Ford, dann sagte Steven Gätjen, möchtest du deinen Fans nochmal sagen? Und es war so ein bisschen absehbar, aber wie er es gemacht hat, war groß. Harrison Ford stellte sich nach vorne und sagt, ich bin ein Berliner. Machte so und ließ das Mikro fallen. Mic Drop von Harrison Ford. Live mitzuerleben, das war einer der coolsten Momente. Habe ich auf TikTok gesehen. Ganzes Leben. Hat wieder irgendein Opfer mitgefilmt. So genial. Du, Hennes, oder? Wahrscheinlich was ich. Ja. Wahrscheinlich was ich. Wir haben doch Mic Drop haben wir doch gesehen live auch in Berlin bei Quentin Tarantuti. Ja. Nein, wir haben aber auch am Anfang Zwangsstanding Ovations gemacht. Ich kann euch nur wirklich sagen und euch auch allen, Filme im Kino zu sehen mit Freunden oder mit Leuten, die das gut finden, ist das Beste, was es gibt. Weil die Fans haben wirklich abgefeiert, sie haben geklatscht, es gab Szenenapplaus. Immer wenn ein Nazi ermordet worden ist, gab es Applaus. Was soll ich sagen? Hallo? Aus deutscher Sicht schon mal sehr vorbildlich. Aus deutscher Sicht schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Und die Gags kamen auch eigentlich alle sehr gut an. Es gab keine... Die deutsche Synchronfassung? Die deutsche Synchronfassung. Es war nicht nur schön, Harrison Ford als Indiana Jones zu sehen, sondern auch Wolfgang Pampel zu hören. Es gab einen Gag, darüber sprechen wir im Spoiler-Podcast, Gary und ich, der auf Englisch funktioniert, der auf Deutsch nicht funktioniert hat. Aber das ist nur einfach ein Gag. Natürlich ist, wenn du so eine Stimme hast, wie Wolfgang Pampel, die quasi mit dem Mensch Harrison Ford gewachsen und gealtert ist und durchfermentiert ist.
durchfermentiert. Besser kannst du es nicht machen. Ja. Das war sehr schön. Also die Synchro ist sehr, sehr gut. Ich glaube, dass Tobias Meister dafür verantwortlich war, denn er hat sich selber auch eine ganz, ganz klitzekleine Rolle gegeben. Er ist ja Meister seines Fachs. Er ist ja Meister. Da ist der Name, ist wie bei Dietmar Wunder. Der Name ist Programm. Ja. Ja. Oder bei Martin Kessler. Was? Der alter Kesselflicker. Hast du jetzt so alter Kessel? Gesagt? Alter Kesselflicker, habe ich gesagt. So. Nur weil du in deinem schmutzigen Gedanken... Nee, ich habe das wirklich akustisch schon verstanden. Müssten wir jetzt wirklich blieben im Nachhinein. Ja. Das kannst du nur wirklich nicht sagen. Also, aber du hast es gemacht. Also, ich muss sagen, wie gesagt, guckt euch den Film im Kino an, mit Freunden, Popcorn. Ja, wie ist der Film denn jetzt? Der Film, ich sag mal so, er wäre nicht nötig gewesen, wenn Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel nicht so gewesen wären, wie er war. Ich habe mir nämlich jetzt nochmal... Nein, er war ja doch enttäuschend für alle, oder? Ja, Königreich der Kristallschädel. Nein, er war für mich überhaupt nicht enttäuschend. Wie oft hast du ihn denn gesehen, Gary? Ich habe ihn zweimal gesehen. Also für du warst war nicht enttäuscht von den Special Effects? Raumschiff. Du warst nicht enttäuscht von, ich kann im Kühlschrank überleben? Nein, das war lustig. Das fand ich super lustig. Pass auf, ich habe gestern den Film nochmal gesehen. Zum zweiten Mal in meinem Leben, nachdem ich sehr enttäuscht aus dem Kino damals rausgegangen bin, 2008. Der Film ist 15 Jahre alt. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Special Effekte sind diskutabel, ganz, ganz klar. Sie sind nicht top-notch, sie sind wirklich, man muss wirklich sagen, das geht besser, wo wir auch bei The Flash waren. Ja. Das kann man besser machen, vor allen Dingen natürlich klar, wenn Shia LaBeouf Stroganoff sich durch den Dschungel schwingt und ich sag mal so, die Ameisen und die Tierchen und so weiter, alles egal. Ja. Die Anfangssequenz mit Area 51 und dem Kühlschrank, wo sich so viele Leute drüber aufgeregt haben, das ist sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Das ist so drüber und dann auch... Ich glaube, ich habe ihn ja auch nochmal jetzt angefangen. Ich finde, dass es Spielberg hat sich da garantiert auch wirklich der wollte so eine Jux-Version davon machen. Und dieser Film wirkt auch wie eine Parodie auf Indiana Jones. Er wirkt eigentlich mehr wie ein Quartermain-Film. Ja. Der Film hat ein paar Probleme und die Probleme liegen in der Besetzung. Cate Blanchett als Mireille Mathieu Russin ist... Cate Blanchett als Mireille Mathieu Russin. Ja, was macht eigentlich Mireille Mathieu? Die ist bestimmt auf Tour irgendwo. Ja, wahrscheinlich. Mit Katharina Valente. Das ist ja auch eine Rampensau. Lass uns mal jetzt nicht von Mireille Mathieu reden, auch wenn ich das jetzt angeteasert habe. Ich bin selbst schuld. Rampensau, Mireille Mathieu. Sie spielt es zu cartoonhaft. Ja, das stimmt. Ja, und das meine ich aber damit. Kann ich jetzt ganz kurz fragen, wie der neue Film ist? Ja, ich bin schon, du hast mich im Halbsatz unterbrochen. Er ist auf der Zielgeraden. Wenn ich jetzt die böse Wichtin von Cate Blanchett mit Mads Mikkelsen, der übrigens auch da war, schönen Gruß, vergleiche, der ist ein, Mads Mikkelsen ist wirklich großartig als Bösewicht, weil er natürlich auch subtil glaubhaft ist. Ja. Und wie heißt das immer so, du sagst immer the stakes, also der Einsatz, der war bei Kristallschädel einfach nicht da. Der war einfach nicht da, da ging es um, wir wussten nicht, um was es geht. Also das ist so, es war eigentlich so ein bisschen egal. Ja, hat Kristallschädel natürlich das große Problem Shia LaBeouf und das kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen, er ist einfach fehlbesetzt als Sidekick von Dings. Und es gibt auch zu viele Charaktere in Kristallschädel. Dann hast du dann noch Karen Allen, dann hast du noch John Hurt und dann sitzen Darf ich jetzt wissen, wie der neue Film ist? Und darauf möchte ich jetzt kommen. Und das ist im neuen Film natürlich toll, weil er als Sidekick die wunderbare Phoebe Waller-Bridge hat, die wirklich auch als seine Patentochter und nicht als seine Tochter wunderbar mit ihm interagiert und auch vom Status her. Das funktioniert. Natürlich sind diese ganzen misogynen Leute jetzt und schmeißen sich auf die Frauen und sagen, die Frauen machen dann alles kaputt. Karen Allen hat das nicht kaputt gemacht und Kate Capshaw auch nicht. Wir rechtfertigen sowas nicht. Nein, wir rechtfertigen sowas nicht. Du kannst deinen Frauenhass... kannst du zu Hause wirklich ausleben auch. Ja, mach halt. Ja, oder besser nicht. Druck dir ein Bild von Nicole Kidman aus und schmeiß einen Dartpfeil drauf. Ich glaube, das ist das, was Thorsten sagen will. Der Film ist in Ordnung. Der Film ist okay und das macht ihn natürlich zu einem nur okayen Indiana-Jones-Film. Wir reden überhaupt nicht über die Trilogie. Die Trilogie ist perfekt. Sie beginnt perfekt und sie endet perfekt, indem George Harrison Ford, der ja auch bei den Beatles war, Harrison Ford und Sean Connery in den Sonnenuntergang reiten als Vater und Sohn. Das ist einfach perfekt. Gib Kristallschädel nochmal eine Chance, kann ich sagen.
Einfach guck ihn noch mal. Ja, also mir hat der neue Film auch gefallen. Ich bin mit ganz, ganz wenig Erwartung reingegangen und bin wirklich positiv überrascht geworden. John Williams Musik, toll. Überrascht gewesen, wie alles so super funktioniert hat. Wird mir gefallen. Erste halbe Stunde ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Also das ist kein großes Geheimnis. Das spielt ja 1944 und da geht es um das, um den jünger gemachten, digital jünger gemachten Harrison. Harrison Ford. Muss man sagen. Ja, ja, ja. Der übrigens wirklich Harrison Ford. Man hat nur sein Gesicht und seine Hände ein bisschen digital verjüngt. Ja, wird gesagt. Das werden wir dann beim Making-of dann nochmal genauer sehen. Ja. Genau. Aber ich finde, dass James... Dann stellen wir fest, ist Albino. Ja. Dass James Mangold... Und Romina Power. Beide. Albino. Felicita. Ich finde, James Mangold hat das sehr, sehr gut hingekriegt und hat den Sack schön zugemacht, weil es wird der letzte Indiana Jones sein. Ja, da wollen wir mal ehrlich sein. Ich meine, okay, man könnte jetzt über die letzte Szene ein bisschen spekulieren, aber... Müssen wir aber nicht. Machen wir im Spoiler-Podcast nach diesem... Ich will jetzt auch keinen mehr sehen, jetzt muss ich sagen. Also, ich würde mir... Weißt du, ich meine, der beste Indiana Jones-Klon war sowieso die Uncharted-Spiele und... Spiele, nicht der Film. Ja, nee. Der Film war nicht übel, der ging aber nach Reißbrett. Ja, genau. Wusstet ihr eigentlich, dass Quartermain, wir erinnern uns an die beiden Quartermain-Filme aus den 80ern, mit unserem wunderschönen Dornenvögel, Richard Chamberlain. Shogun war richtig geil. Ich habe Shogun immer geliebt. Ich suchte das als Hörbuch. Ja. Und natürlich Shogun mit Sharon Stone auch Quartermain. Und Quartermain gab es ja vor Indiana Jones. Das war ja eine Buchreihe. War das so? Quartermain and the Pit, Quartermain und Schieß mich tot, da gab es alles Mögliche. Und es gab auch Doctor Strange. Gab es auch. Diese mit Ron Ely, die Verfilmung. Ja, aber das war ein anderer Doctor Strange. Das war nicht Doctor Strange, Dr. Savage. Das ist der goldene Arzt. Ja. Dr. Savage. Das soll ja angeblich mit The Rock soll das ja verfilmt werden. Da sag ich aber mal. Ja, nach Black Adam werden sie ihn einmal Blatt vergolden. Das wird ein großer Erfolg. Naja, das Jungle Cruise war ja im Prinzip auch eine Indiana Jones. Ja, Jungle Cruise ist vor einer einzigen Greenscreen gedreht worden und ging mir so ein bisschen auf die Zwiebel. Aber wisst ihr, habt ihr eigentlich jemals das Phantom gesehen mit Billy Zane? Ja, habe ich gekauft. Das ist ja eigentlich auch Indiana Jones, nur mit einem Mann, der im hautengen lila Kostüm durch den Dschungel rennt. Das gab es auch schon viele Jahre schon vorher. Bester Spezialeffekt, nicht das Kostüm, sondern die Frisur von Billy Zane. Die ist wirklich eine super Perücke. Habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Fantastisch. Okay. Also das ist, muss ich sagen, gut gespielt, das Kostüm gut, gut alles. Habt ihr denn einen Lieblings-Indiana-Jones-Film oder seht ihr das Ganze als Trilogie? Ich sehe tatsächlich, der dritte, mein Lieblings, der kam ja parallel, parallel 89 zu Batman. Richtig. So? Ja. Und das waren die beiden großartigsten Filme, die ich bis dato gesehen hatte. In beiden ist übrigens, in beiden fällt der Satz, siehe, die Feder ist wahrlich mächtiger als das Schwert. Mhm. Echt? Ja, in beiden Filmen. Das ist ja witzig. Kommt das vor. Ja. Also mir gefallen die alle drei gleich gut. Aber vielleicht tendiere ich eher so zu dem ersten hin. Ich hätte dich jetzt auf Temple of Doom geschätzt. Ja, aber Temple of Doom macht auch totalen Spaß. Temple of Doom war anstrengend und düster, fand ich. Ja, ja. Ich habe da irgendwie mitgeschaut. Ist ja damals auch sehr kritisiert worden. 84, ich meine, ich musste damals zurück nach Hause fahren. Ich war 16, ich musste aber zurück nach Hause fahren, um meinen Schülerausweis zu holen, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass ich schon 16 bin. Ja. Und das verbinde ich natürlich mit diesem Film. Also den Film, für den ich nochmal zurück nach Hause musste und eine Heldenreise angetreten habe. Aber wir werden, wenn Thorsten ihn gesehen hat, werden wir bestimmt nochmal über Indiana Jones und das Rad des Schicksals nochmal regen. Die Mystery Box, die wir beim letzten Mal verlost haben, darüber reden wir jetzt über die neue Mystery Box. Achso, beziehungsweise die Mystery Box Frage, die gilt es jetzt aufzulösen. Wir haben, nachdem wir gefragt haben, was ist euer Lieblings-Show-Don't-Tell, was ist euer Lieblings-Tell-Don't-Show, Moment. Ron Schmidt aus Gießen schrieb uns nach euren Ausführungen in der letzten Sendung, verstehe ich irgendwie eure diesmalige Frage nicht so recht, denn die beste Tell-Don't-Show-Szene enthält doch jeder einzelne Film ohne Willem Tell. Wie soll man da die beste finden? Vielen Dank. Danke für eure Einsendungen. Ich habe zwei etwas größere Einsendungen, aber wir gehen jetzt einfach mal, wir können nicht alles, ich bin ein bisschen enttäuscht und ich sage euch auch gleich warum. Was? Bitte. Ja.
Saving Private Ryan. Wenn Matt Damon Tom Hanks von seinen Brüdern erzählt, um sich wieder an sie zu erinnern. Alles ohne visuelle Flashbacks. Ja. Spielberg. Ja. Und da fiel mir dann auf, stimmt, Tell Don't Show ist eigentlich eine Theatertechnik. Eine Technik, wie man sie im Theater auch anwendet. Und das ist natürlich, im Filmischen brauchst du natürlich Schauspieler, die das auch rüberbringen können. Mhm. Na? Ja, ja. Oder genau. Nee, also Tom Hanks und Matt Damon in dem Fall, genau. Der Tell-Down-Show-Moment, der am meisten genannt worden ist, wir haben ja zwei rausgenommen, nämlich die Szene aus Jaws von Martin Shaw und Tränen im Regen, hier Sunbeams, Rutger Hauer, genau, Blade Runner. Ja. Die Szene, die am meisten genannt worden ist, ist natürlich aus Pulp Fiction. Ratet mal. Ja, ich weiß. Christopher Walken, look Sache at the watch. Das ist auch richtig. Ganz richtig. Genau, diese also, Uhr gehört da, deinem Vater. Das gab es auch vorher in meinem filmischen Leben bisher noch nicht. Das stimmt, ich bin gar nicht auf die Szene gekommen. Ja, das ist, danke an euch. Ihr habt wirklich Szenen wieder zu Vorschein gebracht, die man einfach so als selbstverständlich sieht. Aber das war so ein Moment, als ich das erste Mal gesehen habe. Was passiert hier gerade? Das war das erste Mal, dass ich mir dachte, okay, ja klar, die Geschichte... Erzähl sie mir lang und dann kriegt er die Uhr. Und trotzdem ist das unterhaltsam unterwegs. Ich fand das auch toll. Und trotzdem kann man die Emotionalität dahinter verstehen. Ja. Warum er. Obwohl ich meine, das hat ja einen dramaturgischen Kniff, hat das ja. Ja, ist schon ein dramaturgischen Kniff, aber irgendwie ist es doch irgendwie gestört. Dass die natürlich den Jungen ins Zimmer lassen. Ja. Sein Vater ist gefallen vor Jahren. Und erzählen die Geschichte, dass sie die Uhren im Arsch haben. Dann gibt er dem Jungen, das ist eine vollkommen gestörte Nummer. Und durch Chris Walken, das Haifischgesicht. Aber das ist typisch Tarantuti. Aber das ist ja genauso wie meine Lieblingsszene ist ja wirklich auch aus einem Tarantino-Film oder beziehungsweise von einem Tarantino-Drehbuch, nämlich Dennis Hopper und auch Christopher Walken in True Romance. Ja, das ist aber nicht Tell Don't Show, das ist ein Dialog. Das ist nochmal was. Ja, das stimmt. Das genau. Ja, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber das ist einer der besten Dialoge. Von Tarantuti auch geschrieben. Ja. Der Monolog des alten Seebären am Anfang von John Carpenters The Fork. Und der setzt natürlich das den ganzen Film in Gang. Super. Ne? Großartig. Ja. Mit der Musik zusammen. Großartig. Sehr oft genannt wurde auch der Monolog von Virginia Madsen aus dem Dune, aus dem ersten Dune von 1984 von David Lynch. Habe ich nicht mehr. Das ist auch ähnlich wie bei The Fork. Da wird erstmal erklärt, was ist denn das eigentlich mit dem Spice und bla bla. Spice. Und wer ist jetzt Scary Spice, wer ist Posh Spice. Posh Spice und so weiter. Ja. So. Guilty mit Jake Gyllenhaal in der Notruf-Hotline ist ein einziger Tell-Down-Show-Moment. Genau wie Nicht-Auflegen von Joel Schumacher mit genau. Nicht-Auflegen geht es darum, dass ein DJ erpresst wird. Ja, oder mit Ryan Johnson, der nur in so einem Sarg spielt. Ja, der auch. Der heißt auch Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ah ja, stimmt. Aber ja. Sarg ist richtig. Ryan Johnson war richtig. Ist der es gibt einige Tell-Down-Show-Momente im Schweigen der Lämmer. Einige. Einige. Würde ich auch so natürlich, sehen. Ich aß seine Leber mit einem schönen Chianti und ein paar Fava-Bohnen. Fava-Bohnen und einem ausgezeichneten Chianti. Und dann der Moment. Improvisiert. Wo Starling, also Jodie Foster, ihm von dem titelgebenden Trauma berichtet. Warum dieser Film überhaupt das Schweigen der Lämmer heißt. Ja. Ist auch Tell, Don't Show. Ja. Gary, das wird dich freuen, die Erzählung von Harald Junke als Erzähler in Fröhliche Weihnachten. Ja. Auch sehr viel schön. Dann auch für euch beide die Geschichte von Ben aus Night of the Living Dead, dem ersten von Romero 1968. Ach, den hab ich gar nicht mehr auf dem Zettel, was er gelabert hat. Erzählt von Barbara. Barbara erzählt, wie er quasi gestorben ist oder der Vater gestorben ist. Das wird auch nicht gezeigt. Und das war wohl damals eine Budgetfrage, aber ist durchaus, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Natürlich der Monolog von General Kurtz in Apocalypse Now. Fantastisch. Das Grauen. The horror. Der Monolog von Ricardo Montalban am Anfang von Der Zorn des Khan. Ja. Auch ein großer Moment. Habe ich auch nicht mehr auf. Sehr schön auch. Dankeschön. Die Erklärbärrolle von Michael Caine in fast jedem Film von Christopher Nolan. Auch oft sehr kurz, Das sind immer Erklärbärrollen. Großartig, eine Fernsehserie. Die Antwort von Jeff Daniels Figur am Anfang der ersten Folge von The Newsroom auf die Frage, warum Amerika das beste Land der Welt ist. Ja. Und das ist aus Newsroom. Das ist aus Newsroom. Geschrieben von... Ist es nicht.
Ja. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, genau. Super, ist es nicht. Dann hat noch Platz 7000, ja, großartig, was Geschlechtskrankheiten angeht. Platz 5, Hot Wings. Dann gibt es noch eine schöne, jemand hat nicht Tell Don't Show, sondern Sing Don't Show, nämlich The Man with the Golden Gun, der James-Bond-Film, gesungen von Lulu, wo sie erstmal singt, was er eigentlich macht. Ja. Das ist auch absolut fantastisch, ja. Dann auch eine Serie. Ah, interessante Beobachtung, ja. 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 Dann auch eine Serie, der Monolog von Mike Ehrmantraut, gespielt von Jonathan Banks, in der 6. Folge der 1. Staffel von Better Call Saul. Was sagt er denn? Wie es zum Tod seines Sohnes, oh, ich kann das nicht erzählen ohne eher, wie es zum Tod seines Sohnes gekommen ist und warum er daran Mitschuld hat. Ja, ja. Guckt euch das bitte nochmal an. Das ist auch absolut fun. Fucking dastisch. So, okay. Jetzt komme ich aber dazu. Eine Szene, wo ich wirklich gedacht habe, die wird oft genannt, wurde nicht genannt, und zwar die Weihnachtsmann-Geschichte aus Gremlins von Phoebe Cates. Ja, Leute, was war da los? Ja. Wo der Vater im Schornstein diese stecken bleibt. Tragische Geschichte diese erzählt. Tragische Geschichte erzählt, wieso ihr Vater. Vater verschwindet und auf einmal müffelt und der Vater. Unnötige Geschichte. Ist, als auch. Weihnachtsmann im Ding stecken bleibt. Das war wirklich eine Szene, an die kann ich. Merkwürdig düster. Wahrscheinlich war sie so unangenehm, dass man sich nicht dran erinnern wollte. So, wir kommen aber zu zwei. Sachen, die ich jetzt einfach mal erzählen möchte, beziehungsweise an Thorsten weitergeben möchte. Gut, Sebastian Demtröder hat nämlich eine Szene aus dem ersten John Wick. Okay. Ah. Oh, Kunstpause hier. Du sollst sie laut lesen. Achso, das ist ja okay, das ist die, ja, ich wollte nur gucken, was es ist. Genau, das ist, ja, genau, das ist ja, Michael Nyquist. Dieser Niemand, dem das Auto gehört, ist John Wick. Er hat früher mal für uns gearbeitet. Man nannte ihn Baba Yaga. Genau. Dieser Bezeichnung wird John nicht ganz gerecht. Er ist derjenige, den du losschickst, um den schwarzen Mann zu töten. John arbeitet sehr konzentriert, voller Hingabe, ist willensstark. Ich übertrug ihm eine unmögliche Aufgabe, einen Job, den niemand hätte erledigen können. Das Massaker, das er veranstaltet hat, ist das Fundament unserer heutigen Macht. Und jetzt klaut mein Sohn ein paar Tage nach dem Tod seiner Frau sein Auto und tötet seinen scheiß Hund. Ja, das ist alles, was du wissen musst über das, genau, ja. Gesagt, er hat es sehr, das sehr gut ausgesucht. Sehr, sehr gut ausgesucht. Hm. Will man dieses Massaker sehen? Klar. Gab es Anlehnungen aus dieser Zeit, wie die Schuldmünze, den Bleistift, die konzentrierte Arbeit von John? Logisch. Aber wo sonst mit viel kurzen Szenen abgearbeitet wird, à la Show Don't Tell, hat die Art, wie Viggo seinem Sohn die Unmöglichkeit seines Handelns und die unausweichlichen Konsequenzen daraus vermittelt, Gänsehaut hervorgerufen. Ja, es ist einfach, wir ahnen das schon natürlich, trotzdem geil, ja, es ist absolut richtig. Ja. Ja, vielen Dank. Kann ich aufs Klo gehen? Ich muss aufs Klo. Wir müssen mal kurz unterbrechen. Ich muss wirklich, es ist wirklich so, einen rausäumeln. Senile Bettflucht ist ein Thema, was alle angeht. Wunder der Technik, da sind wir wieder. Thorsten hat sich eingeschifft und auch sauber gemacht. Und wir sind wieder da mit unserem abschließenden Beitrag zum Thema Tell Don't Show von Ina Sator. Und das ist der letzte und das möchte ich dir jetzt übergeben, okay, und einfach mal lesen. Wir lehnen uns für an. Für mich, Ina Sator. Bitte. Für mich ist der bewegendste Tell-Don't-Show-Moment, für mich, achso, der Satz ist orthografisch nicht richtig. Ist aber egal, wahrscheinlich habe ich ihn schlecht gekürzt. Für mich ist der bewegendste Tell-Don't-Show-Moment ist am Ende. Habe ich schlecht gekürzt, tut mir leid, Ina, ich bin schuld. Von Stand By Me, wenn die von Richard Dreyfuss verkörperte Figur vorliest, was mit seinem besten Freund passiert ist, dargestellt von River Phoenix. Man hätte hier so richtig auf die Tränendrüse drücken können, indem man dem Zuschauer die Szene, in der der inzwischen erwachsene Chris erstochen wird, aus allen möglichen Winkeln gefilmt hätte, mit tragischer, jetzt passiert etwas Trauriges Musik unterlegt und das letzte Wort ein in Großaufnahme geflüstertes Gordy. Statt dem Zuschauer einen neuen Schauspieler zu präsentieren, der den erwachsenen Chris darstellt, sehen wir den selbstzweifelnden Jungen, der noch nicht glauben kann, dass ein anderer Weg vor ihm liegen könnte als der, den er aus dem familiären Umfeld kennt und der weniger an sich selbst glaubt als sein bester Freund. Wir, die Zuschauer, sehen ebenfalls das Potenzial in ihm und wünschen ihm von Herzen diese großartige Zukunft und dann
erzählt uns Gordon LaChance im unaufgeregten Ton, wie tragisch sein Leben enden wird. Hier liegt das Kunststück, nicht krampfhaft zu versuchen, die Traurigkeit aus allen Poren quellen zu lassen und auch nicht aus allen Poren zu quetschen, finde ich, indem die Stimme des Erzählers brüchig wird und er mit den Tränen kämpft. Nein, er liest es ruhig vor und berichtet uns von dem sinnlosen Tod seines ehemals besten Freundes. Was Quatsch ist, ne? Weil er ist immer noch sein bester Freund, er ist halt nur tot. Ja. Obwohl hier also gleich auf zwei Möglichkeiten verzichtet wurde, den Zuschauer zum Weinen zu bringen, laufen mir bei dieser Szene jedes Mal die Tränen das Gesicht runter. Natürlich hat sich das Ansehen nach dem viel zu frühen Tod River Phoenix nochmal geändert und eine weitere Ebene der Gefühle entstehen lassen. Für mich ein perfekter Tell-Don't-Show-Moment. Ina Sator. Vielen Dank, Ina. Du hast es, glaube ich, wirklich auf den Punkt gebracht. Ja. Also was, das ist Rob Reiner, Stephen King, also da kommt so viel zusammen und Puh, harter Tobak zum Schluss, aber wir sind auch Männer mit Gefühlen und danke nochmal. Danke an alle, die uns geschrieben haben. Wenn ihr uns das nächste Mal schreibt, bitte schreibt euren Namen, schreibt nicht einfach Michael, sondern schreibt irgendwie Michael aus oder gebt euch ein Pseudonym. Ja, genau, wir finden euch sonst nicht wieder, wenn wir den oder die Gewinnerin ziehen. Apropos ziehen, hier ist sie. Wir lassen mal einen ziehen. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor der Ziehung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes überzeugt. Danke nochmal an meinen Freund Justus, der mir das wieder geliehen hat. Und Gary dreht mal eben am Rad und wir werden erfahren, wer... Da ist sie schon. Da ist schon, die erste Kugel. Und es ist die Nummer... Da ist nichts drauf. Doch, hier. 51G. 51G? Oder G51? Zeig mal. Kannst du gucken, weil wir haben gar nicht 51. G51. Nee, dann dreh nochmal. 51 haben wir gar nicht. Waren diesmal nicht so viele. Zweite Chance. Oh Gott, das ist ja spannend. B12. 12. Dann ist es die 12 und die 12 ist Martin Wolfsholz aus Frankfurt. Glückwunsch, du bekommst umgehend eine Mystery Box. Vor allen Dingen umgehend. Ja, umgehend, Gary. Ich trete dir nochmal auf die Füße. Da packst du mal ein bisschen was zusammen diesmal. Ja. So, die Mystery Box. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die uns, weil ich muss nochmal auf das Thema Magnum und Miami Vice zurückkommen, Thorsten. Denn in dem Moment, als uns alle geschrieben haben, es ist, hörst du mal bitte auf, da rumzuklappern, ja, kannst du gleich machen. So, dass es doch Magnum war und nicht Miami Vice, die Nachricht, dass vom Playmobil der Ferrari rauskommt, von Magnum, mit vier Figuren. Das sind also verdammten Algorithmen. Da bist du dran schuld. Und ich habe gesagt, aufblasbares Batcave. Das kann doch nicht sein. Aufblasbares Batcave. Und da kommen wir auch noch drauf. Also der Ferrari von Magnum. Da kommen wir nicht drauf. Egal, kommt raus von Playmobil noch dieses Jahr. Und deswegen möchten wir von euch wissen, welches Vehikel, was es bisher noch nicht gab, weder von Corgi, von Lego, von Playmobil, möchtet ihr unbedingt in einer guten Version besitzen als Modell. Okay, welches Vehikel? Ja, und es gibt ja schon einige, aber einige gibt es auch noch nicht. Bitte nur jeweils eine Antwort oder einen Vorschlag pro Person und bitte schreibt euren Namen aus oder gebt euch irgendwas, wo wir euch wiederfinden. Genau. Unter den Shownotes findet ihr die genaue Adresse an das. Welches Vehikel möchtet ihr gerne als gutes, schönes Modell bezahlbar haben? Wir werden uns bemühen, unsere Kontakte spielen zu lassen. Wie gesagt, Thorsten muss es ja scheinbar nur erwähnen und es kommt raus. Ja. Ja. Hm. Was möchtest du denn gerne haben? Was war das denn? Ich möchte ein gutes Modell der Batcave, aber nicht von Lego, sondern ich möchte, dass das Hot Toys, die bauen ja im Maßstab 1:6 diese fantastischen Figuren. Ja. Und ich möchte, dass sie im Batcave rausbringen. Das hat da auch Maßstab 1:6. Das heißt, du brauchst einen Parkplatz dafür. Ich finde es mega geil. Hast du dir denn das Batcave angeguckt von Lego? Was ich habe mir das Lego Batcave angeguckt und war müde nach dem Gucken, weil ich finde es super geil, aber nimmt halt viele Teile. Ja, und das ist, ich finde es trotzdem gut. Und schön. Aber es ist halt so, es passt halt nicht so in den Kanon der Fahrzeuge. Ja. Weil ich habe ein Batwing. Naja, es ist Lego. Naja, das ist natürlich ganz klar. Das ist auch die Größen, der Maßstab, aber es ist ja klapper. Traut euch mal was. Hast 40.000 Euro hast für ein Batcave. Hast du gesehen, dass das Ding klapper ist? Das Ding ist klapper. Dass in der Mitte dann das Batmobil ist und dass alle Figuren aus Batman Returns dabei sind. Also ich habe da auch einige Vorschläge, aber wir sind natürlich vor allen Dingen gespannt, was ihr uns dazu schreibt. Der Einsendeschluss ist jetzt mal, ich sag mal, der 15. Juli.
15. Juli. Genau. Wir werden beim nächsten Mal über Mission Impossible sprechen, über den neuen Film. Motion Impossible. Wir können noch nicht sagen, wann der nächste Podcast kommt, denn es war nicht Sommer, es ist Sommer und wir haben auch zu tun, aber auch ein bisschen Freizeit und deswegen. Aber auch zu tun. Also beides. Wie das so ist bei Künstlern. Beides zu tun und Freizeit. Ja, wir gucken mal. Wie gesagt, bleibt einfach auf den Laufenden, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen und am besten ihr abonniert unseren YouTube-Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und den Schluss? Den haben wir noch irgendwie noch was? Gary Strebeck. Haben wir noch irgendwie was? Ich habe irgendwie alles abgehakt. Wir sind durch. Wir sind sowas von durch. Und deshalb muss ich noch auftreten. Deswegen der Schluss, der Strebeck, der Gary. Und dieses Mal en español. Ich krieg das nicht gesagt. Lass mich auf Spanisch sagen und du sagst. Por favor. Mis mejores deseos también profesionalmente. Auf Deutsch? Alles Gute, auch beruflich. Und tschüss. Super. Mic drop. Kopfhörer drop. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Sträter, Bender und Strehberg. Spoiler Alert. Ups. Hey. Ja. Hit it. Komm, ich, der Thorsten ist weg deswegen, weil er den Film, über den wir jetzt spoilermäßig sprechen wollen, noch nicht gesehen hat. Und das wäre natürlich schade, wenn ihr den Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals noch nicht gesehen habt. Dann solltet ihr vielleicht jetzt ausschalten und erst den Film sehen und dann abwarten. Ja, ne? Ja. Oder vielleicht wollt ihr den Film ja auch nicht sehen. Ja, das kann ja auch sein. Wir haben den Film gesehen, du auf Englisch, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ja. Und was ist dein Eindruck? Weil du bist reingegangen und hast gesagt, du hast keine Erwartungen. Nee. Ich hatte super, super niedrige Erwartungen und bin wirklich positiv überrascht worden. Also der Film hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Du bist nicht eingeschlafen, nehme ich an? Ich bin nicht eingeschlafen. Ja. Und es hat tolle Locations gegeben. Die Chemie zwischen Harrison Ford und Phoebe Waller-Bridge, die ja so den Sidekick spielt, hat super funktioniert. Und sie hat ja dann auch nochmal einen Sidekick. So eine Art neuer Short Round. Ja, ja, genau. Der war auch pfiffig und also für mich hat das alles funktioniert. Das war ein kurzweiliger Spaß. Ich bin mit guter Laune aus dem Kino gekommen. Das heißt, er hat für dich die Franchise Indiana Jones nicht zerstört oder verwässert. Nein, was ist das denn immer? Ey, was soll denn der Scheiß immer? Echt, ey, meine Güte, nee, das ist ein Unterhaltungsfilm. Ich hab doch nur gefragt. Ja, aber aus allem wird da immer sofort so ein Politikum gemacht irgendwie und nein, er ist halt, also vom Rang her würde ich schon sagen, an den ersten drei Teilen kommt nichts dran. Da geht gar nichts. Da reden wir auch gar nicht. Das ist perfekt. Und jetzt könnte man tatsächlich darüber diskutieren, ist der Film jetzt hier der neue besser als Crystal Skull oder schlechter? Und ich würde sagen, das hält sich die Waage. Vielleicht hat der neue in meinem Bewusstsein jetzt ein bisschen einen Vorteil, aber dazu müsste ich mir Crystal Skull nochmal komplett angucken. Ich habe ihn gestern gesehen und ich kann mir jetzt ein Urteil bilden. Ja. Ich lehne mich mal weit heraus und sage, The Dial of Destiny, also das Rad des Schicksals, was ja eigentlich die Wählscheibe des Schicksals sein müsste, aber klingt auch blöd, ne? Wählscheibe des Schicksals, wäre nicht nötig gewesen, wenn es Crystal Skull nicht gegeben hätte. Weil Crystal Skull hat, ich habe ihn nochmal gesehen und ich habe auch schon drüber gesprochen, er ist nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte, aber er ist auch nicht gut. Und er ist auch kein gutes Ende für die Indiana-Jones-Reihe. Das Ende der Indiana-Jones-Reihe ist, wenn Harrison Ford mit Sean Connery in den Sonnenuntergang reitet. Das ist perfekt. So, und daran sollte man sagen, okay, wir lassen jetzt die... Ja. Ne? Also aber es wäre nicht nötig gewesen, nochmal einen Indiana-Jones-Film zu machen, der dann so war. Also, wo Crystal Skull, also Königreich des Kristallschädels,
Fehler macht, die werden jetzt ein bisschen aufgenommen, ein bisschen ausgebügelt. Wie du sagtest, die Chemie zwischen Harrison Ford und Phoebe Waller-Bridge, die er auch geschrieben hat, ist sehr gut. Natürlich ist klar, dass im Moment im Internet sehr viele misogyne Anschuldigungen da sind gegen Phoebe Waller-Bridge und gegen Kathleen Kennedy. Da muss man sich nur die sollen kacken gehen. Also nicht Phoebe Waller-Bridge und Kathleen Kennedy, sondern die Leute, die dann gleich dann auch diese, man sieht das ja an den Bildern bei den YouTube-Videos, wenn da die Gesichter verzerrt sind. Das ist schon ein richtiges Giveaway, dass man sich das eigentlich gar nicht angucken muss. Also Phoebe Waller-Bridge. Der Punkt ist der Kniff ist natürlich der, sie ist seine Patentochter und sie ist nicht seine Tochter. Das ist das Problem bei Crystal Skull, dass Shia LaBeouf einfach als sein Sohn, die hatten keine Chemie. Und das kann ich jetzt Shia LaBeouf auch nicht vorwerfen, das sollte man auch nicht vorwerfen, weil das ist ein Problem des Castings. Also die Leute, also egal wer da das grüne Licht gegeben hat, ob es Lucas war oder Spielberg war, es ist egal, es funktioniert nicht. Und es waren auch zu viele Leute bei Crystal Skull, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Wie siehst du denn den Rest der Crew? Weil Indiana Jones ist ja nicht mehr alleine. Ist ja nicht alleine unterwegs, war er ja noch nie. Nee. Im ersten Teil hat er Marion Ravenclaw gehabt. Es kamen ja immer Leute von jedem Teil, also gerade der Sprung vom ersten Teil auf den zweiten Teil, da war plötzlich Short Round mit dabei. Ja. Und man hat das Gefühl gehabt, die machen das schon seit Jahrzehnten zusammen. Das war so magisch. Ganz genau. Und dann ab dem dritten Teil war plötzlich sein Vater mit dabei. Verstehst du? Also es kam in jedem Teil kamen immer neue Leute dazu, die offensichtlich eine Geschichte mit Dr. Indiana Jones haben oder Professor Indiana Jones. Und Professor Henry Jones. Ja, ja, klar. Wollen wir mal so viel Zeit. Ja, aber weißt du, ob der Film jetzt nötig gewesen wäre, Hennes, nichts ist nötig. Auch dieser Podcast ist nicht nötig. Naja, ist schon nötig es für die heißt, Leute, die sich entscheiden, sollen sie den Film sehen. Ja, es heißt Filmbusiness. Aber also es ist ja der Grund, ich möchte nur sagen, der Grund, warum es diesen Film überhaupt gibt, ist der, dass Crystal Skull so nicht so gut angenommen worden ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Meinst du, da wollten sie es wieder gut machen? Ich glaube schon. Ab Bullshit. Ich glaube doch. Nein. Ich glaube, Gary, doch. Ich glaube, dass da die Idee auch so ein bisschen hinter war. Und da sind wir wieder beim Thema Fanservice. Ich habe den Film natürlich, ich habe es auch erzählt im Podcast, sehr, sehr genossen, weil ich da war, wo ich war und zu dem Zeitpunkt auch in Berlin. Aber mir ist schon wirklich aufgefallen, dass es einen Schnitt gibt, wo ich sage, jetzt ist dieser Film nicht mehr etwas Besonderes, sondern eigentlich ein ganz normaler Indiana-Jones-Film, wie wir ihn kennen. Also ich sag mal so, der ganze Anfang, die ersten 20 Minuten, 30 Minuten, wie viele es sind, wo die in der Vergangenheit spielen, also spielt ja alles in der Vergangenheit, aber 1944, wo dieses berühmte, also Harrison Ford wurde verjüngt. Genau. De-Aging. Ja. Wie hast du das denn empfunden? Ich habe das gut empfunden. Also es war ja lange Zeit, lag es ja immer an den Augen. Daran konnte man ja immer erkennen, dass das CGI war. Also die Augen ist, glaube ich, wirklich mit Palpatine in Rogue One. Das Schwerste, ne? Ja. Und weil Haare haben sie ja schon lange. Ach, Palpatine, nicht der Peter Cushing-Charakter. Ach so, ja, nicht ganz Palpatine, genau. Sorry, ganz genau. Star Wars-Fans. Ja, 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 ganz genau. Muss man aber immer aufpassen, wenn wir bei George Lucas sind, sind die Leute auch ein bisschen picky. Hier hat es jetzt funktioniert. Mhm. Das Einzige, wo ich sagen musste, okay, jetzt fällt es mir ein bisschen auf, ist, dass das Licht manchmal nicht so richtig von seinem, also ich kann das gar nicht beschreiben, verstehst du? So ein Raum, der hat ja, selbst wenn der ausgeleuchtet ist wie dieser Raum, dann hat er ja eine Lichtstimmung und manchmal korrespondierte die nicht mit dem, was man in seinem Gesicht sah. Aber das ist jetzt wirklich. Ich glaube, das Problem ist bei diesen Sachen, also generell bei CGI, wir reden hier von Uncanny und bei diesem Suspension of Disbelief, man möchte das glauben, dass das wirklich Harrison Ford ist. Ist er ja auch. Sie haben ja auch, glaube ich, auch alte Aufnahmen nochmal benutzt und so, um das. Das hat er behauptet. Man weiß es nicht. Aber das Problem ist einfach, dass, und das war auch das Problem ein bisschen bei The Flash, dass, wenn du so Special Effekte siehst, du weißt immer, da ist draußen, fährt irgendwas vorbei. Okay. Lass es, das stört uns jetzt gar nicht. Okay. Dass du immer weißt im Unterbewusstsein, es ist ein Special Effekt, es ist nicht echt, es ist nicht echt, es ist nicht echt. Und das kriegst du nicht weg. Das kriegst du mit den besten Special Effects, kriegst du es nicht. In die Illusion
ist in dem Moment gestört, wo du weißt, da ist jemand mit der Maus drüber gegangen. Ja, ja. Das ist so. Ja, ja. Also es gab natürlich Momente wie bei Jurassic Park, als der T-Rex kam, da wolltest du wirklich glauben, dass der echt ist. Und der war auch echt in dem Moment. Crystal Skull hat sehr viele Probleme mit den CGIs. Das haben wir auch ja schon besprochen. Aber das war so dieses Intro, was ja quasi eine Spiegelung ist des Intros von Last Crusade, also die wo der junge Indiana Jones, gespielt von River Phoenix, ein großartiges Intro. Ja, ja. Da geht man nochmal in die Vergangenheit. Dann gibt es einen nahtlosen Übergang in das Jahr 1969, also kurz nach der Mondlandung, und da muss ich sagen, das hat mir extrem gut gefallen. Das ganze Setting, das ganze auch, ja, die Einführung des Themas des Rassismus, wo ich mir gewünscht hätte, da hätte man noch ein bisschen mehr drauf eingehen können. Also alles das, Indiana Jones in einer neuen Umgebung, in der er sich nicht wohlfühlt. Ja, ja, in dieser Zivilisation. Er muss in New York sein, weil er ja da lehrt. Genau. Das spielt ja an dem Tag, wo er quasi irremitiert wird, also genau, in Ruhestand geht. In Ruhestand und geht, dann richtig. Tritt auch Phoebe Waller-Bridge auf und gleich geht's dann auch schon los. Und ich finde, Phoebe Waller-Bridge, die hat für mich so eine Anmutung gehabt wie Catherine Hepburn. Ja, so hat sie auch, glaube ich, gesagt. Also es ist sehr, sehr klassisch einfach so. Es ist sehr, sehr klassisches Hollywood, sehr konservatives Hollywood auch. Das kann man dem Film vorwerfen, aber das ist nun mal die Reihe. Aber sie hat auch, ich finde auch, wie der Film gefilmt ist, also die Ausschnitte, da hat Mangold wirklich sehr darauf geachtet, dass es auch wirklich aussieht wie ein Film, der von Steven Spielberg hätte gedreht werden können. Und jetzt meine Frage, hätte Spielberg das besser machen können als Mangold? Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist sehr. Hättest du dir als Spielberg-Fan gewünscht, dass Spielberg das nochmal gemacht hätte? Weiß ich gar nicht. Wenn Spielberg so dich angerufen hätte, sagte ja, Gary, folgendes. My name is Spielberg, by the way, not Spielberg. We know each other, you look like me. Shall I direct the last Indiana Jones movie or shall I give it to James Mangold? Was hätte Gary Strebeck als Steven Spielberg-Fan und Lookalike dazu gesagt? Er hätte sich erstmal geräuspert. Ja, genau. Und hätte gesagt, dann hätte ich gesagt, ja, wenn du Bock hast. Wo hast du meine Telefonnummer, wenn du Bock hast? Nein. Tut also, es dem Film gut, dass Spielberg den Film nicht gedreht hat? Die Distanz. Nein, es tut dem Film nicht gut. Es ist aber auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, also ich finde, da interpretiert man jetzt wieder viel zu viel rein. Also, das ist jetzt, natürlich ist es ein bisschen schade, dass jetzt der letzte Teil jetzt einfach dass die Serie jetzt nicht komplett von Steven Spielberg inszeniert wurde. Das ist so ein bisschen schade, aber meine Güte, nee. Also ich meine, er hat ja da trotzdem seine Einwirkung, die sind ja, ja, er ist ja Produzent. Und es sieht aus wie ein Spielberg-Film. Ja. Also die Kameraeinstellung, die Lichteinstellung, jetzt gerade wo ich Crystal Skull nochmal gesehen habe, also das ist schon sehr, sehr, also hat Mangold auch einiges geleistet und ich will nicht sagen, seinen Stil zurückgenommen, aber doch wirklich auch im Sinne von Spielberg agiert. Ich finde, übrigens, wir werden ja gleich nochmal im Hauptpodcast darüber reden, aber jetzt... Das ist ja danach. Das, was die Leute sehen, ist ja nachher. Genau, genau. Wir sind ja... Das ist jetzt dann brauchen wir auch über Crystal Skull jetzt gar nicht weiter. Brauchen wir nicht, nee, genau. Wir reden jetzt nur über Dial of Destiny. Ganz genau. Wie fandest du denn den... Also, okay, pass auf. Das, der Schnitt für mich, um noch drauf zu kommen. Dann wird der Film zu einem Indiana-Jones-Film, wo es in Katakomben geht, wo es in den Dschungel geht, wo es Verfolgungsjagden geht, exotisch, unter Wasser zum ersten Mal. Ja, das war toll. Das war zum Beispiel auch toll. Das fand ich zum Beispiel richtig. Aber dann ist der Film für mich eigentlich ein konventioneller Indiana-Jones-Film, bis auf den Schluss. Ja, was heißt das denn, Hennes? Nun, dass ich eigentlich Harrison Ford in seiner Rolle und in seinem Alter auch gerne in einer anderen Situation sehen möchte. Jetzt komme ich natürlich gerade von Shrinking und sehe natürlich auch, dass dieser Mann auch mit seinem Alter spielt. Also sich sehr, sehr, sehr bewusst ist, dass er über 80 ist und dass er damit auch kokettiert und spielt. Und das passt natürlich auch sehr, sehr gut zu der Rolle. Aber dann wird dieser Film einfach zu einem normalen Indiana-Jones-Film. Ich hätte mir ein bisschen mehr 1969 gewünscht. Okay. Und das ist eigentlich auch bei Crystal Skull der Fall. Ja, der fängt ja an, hier Area 51 und Atombombe und so weiter. Und dann wird es ja dann in dem Moment, wo sie im Dschungel sind, wieder ein ganz normaler Quartermain. Oder
Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, wie die ganzen Sachen auch hießen, Abenteuerfilm. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, muss ich sagen. Okay, nee, ich nicht, weil wenn ich in Indiana-Jones-Film reingehe, dann will ich auch einen Indiana-Jones-Film haben und den habe ich gekriegt. Das ist ja immer, natürlich kannst du jetzt sagen, das sind immer die gleichen Mechanismen und für mich hat das total funktioniert. Gab es etwas, was dir nicht gefallen hat? Was mir wirklich nicht gefallen hat? Nee, kann ich nicht sagen. Nein. Also für mich hat der. Wie war das mit dem? Es gibt zwei Entscheidungen am Ende. Also erstmal muss man auch nochmal sagen, die ganze Besetzung. Ja, also sei es Mads Mikkelsen als ein großartiger Bösewicht, großartiger Nazi, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also er ist wirklich toll. Auch die Motivation ist ganz toll. Also ist natürlich nicht toll, aber ist für die Figur. Also ich glaube, großartiger Nazi, das kann man auch echt nur im Zusammenhang mit Indiana Jones machen. Sie sind ein großartiger Nazi. Hat das nicht irgendwie jemand zu Indiana Jones gesagt in Last Crusade? Sie sehen sehr gut aus als Nazi. Nee, das ist natürlich Star Trek. Yeah. Das ist Patterns of Force. Yeah. Wo Kirk zu Spock sagt, sie hätten einen guten Nazi abgegeben. Yeah. Auch die Folge, die ja nicht gezeigt worden ist damals in Deutschland. Stimmt. Nein, er ist gut. Ich fand Boyd Holbrook als seinen Sidekick, als sein Henchman sehr, sehr gut. Der junge, schießwütige, der war sehr gut. Das war ein richtig klassischer Indiana Jones. Ach so, der Scherge. Der Scherge, genau. Henchman. Wir nennen sie immer Schergen. Bei Cobra 11 haben wir auch immer gesagt, die Schergen. Die Schergen. Die Schergen kommen. Die Schergen. Ja, das waren perfekte Schergen. Auch dieser bullige Typ, der ja, auch. Dieser, großartig, der, ja. Der das war sind, toll. Man liebt es wirklich, die zu hassen. Man freut sich auch, wenn es denen passiert, was dann passiert. Ja, denen. John Rhys Davies hätte jetzt nicht sein müssen. Hat für mich die Figur so ein bisschen entzaubert. Aber auch da habe ich gedacht, so, wir haben noch einmal die Möglichkeit, John Rhys Davies nochmal zu sehen in der Rolle. Toby Jones fand ich auch sehr, sehr gut, obwohl er ja nur kurz zu sehen war. Ja. Kurz zu sehen, Antonio Banderas. Was war da denn los? Hör mal, da war ich auf Toilette kurz, tatsächlich. Ne, und ich kam wieder, da war Antonio Banderas auch schon so gut wie tot. Also das war unglaublich. In der Zeit, wo ich auf Toilette gegangen ist der eingeführt worden und gleichzeitig auch fast umgebracht. Als Drehbuchautor, ist das eigentlich eine gute Sache sowas? Oder ist das, hätte man seine Rolle, oder ist das verschenkt gewesen? Ein Schauspieler wie Antonio Banderas. Ja, das ist ja eine reine Casting-Entscheidung. Also da hätte man auch irgendjemand anders nehmen. Ja, das vielleicht, meine ich ja. Aber vielleicht, ich meine, okay, ich weiß, was du meinst. Vielleicht war das auch Kalkül. Vielleicht hat man gedacht, ja komm, das ist Antonio Banderas. Ah. Vielleicht, damit rechnet man nicht, dass der jetzt wirklich umgebracht wird. Ganz im Gegenteil, der ist bestimmt jetzt für den Rest des Films dabei. Ja. Ne? Aber Pustekuchen. okay. Das könnte ein Spoiler. Das könnte tatsächlich Kalkül gewesen sein. Das war ja damals der große Schocker bei Hitchcocks Psycho mit Janet Leigh. Da hat ja keiner mit gerechnet, dass die wirklich getötet wird. Das war ja ein Riesenschock. Ja, die war ja auch ein bisschen länger. Das stimmt, das ist ein gutes. Ja, doch, das ist vergleichbar durchaus. Aber ich glaube, wenn ich Antonio Banderas gewesen wäre, das ist eine schöne Vorstellung, wenn ich Antonio Banderas gewesen wäre, dann hätte. Und vielleicht im nächsten Leben. James Mangold hätte angerufen und gesagt: Hör mal, das ist nur eine kleine Rolle. Indiana Jones. Ein Drehtag, ja klar. Wie fandest du denn Thomas Kretschmann? Ja, auch super. Ich meine, ist er nicht ein großartiger Nazi? Ich finde, er ist ein großartiger Nazi. Das muss man leider sagen, aber ich finde ihn sowieso als Schauspieler ist toll, ihn auch klasse. Ist toll, ja. Und ich finde auch, dass, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Filme, wo der Mann nicht irgendwie nur eine gute Nebenrolle spielt, sondern wo der auch mal eine Hauptrolle, ich würde ihn gerne mal in der Hauptrolle. Durchaus, aber halt nicht in so großen Filmen. Ja, also klar. Man müsste da mal gucken. Du hast den Film auf Englisch gesehen. Ja. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ist es so, dass im ersten Teil, also in der ersten Sequenz 1944 auch sehr viel Deutsch gesprochen wird im Englischen? In der ersten Sequenz, da wird auch, genau. Spricht also Harrison Ford mit auch? Der spricht dann auch Deutsch und mehr oder weniger gut. Also ich meine, Harrison Ford muss das auch nicht. Ja. Aber so ein Typ wie Kretschmer, der spricht natürlich fließend. Kretschmann, Entschuldigung. Kretschmer ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ich verwechsel die beiden auch oft. Okay, pass auf. Also der kann natürlich fließend Deutsch. Naja, komm, das ist ein Native Speaker. Ja, gut, aber, Moment, er kommt aus Dessau, also er hat sich das Hochdeutsch schon drauf. Ja gut, müssen. Okay, aber dann hast du natürlich so... Schön Gruß in den Wilden Osten an der Stelle.
dann hast du natürlich so andere Nazis, die da so rumlungern und da merkst du dann schon den American, okay. Da merkst du dann schon diesen Akzent und das kriege ich nie so richtig in die Birne. Warum? Das muss doch, Hollywood muss doch voll sein mit jungen, ambitionierten, deutschsprachigen Schauspielern. Das kann doch nicht sein. Warum suchen die dann nicht für diese speziellen, wo einer, und wenn einer nur sagen muss, gehen Sie weiter oder machen Sie schnell, warum suchen die sich dann immer amerikanische? Schießt den Fenster. Ich glaube, das ist der Die Hard-Effekt, nenne ich das immer. Ja, wenn man dann deutsche Bösewichte mit Engländern oder mit Briten, gerne auch mit Briten besetzt. Ja. Oder sie nehmen es einfach echt nicht ernst. Sie denken, drauf geschissen. Uns so egal, was die in Deutschland denken. Also es gibt einen Satz, den ich leider schon kannte, weil ich mich natürlich blöderweise im Internet informiert habe vorher nochmal. Und da gab es eine Szene, die ich dann auch gesehen habe, leider auf die du mich hingewiesen hast. Ja, leider, schade. Was sagt Harrison Ford zu Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen macht so einen flapsigen Spruch. Und was sagt Indiana Jones zu ihm? Sie sind Deutscher, machen Sie jetzt oder nein, was sagt er? Was sagt er auf Englisch? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe den Satz jetzt nicht. Don't try to be funny, you're German. Ja. So. Und auf Deutsch? Sie sind Deutsch, sparen Sie sich die Witze. Ah, okay. Und das hat natürlich nicht bei weitem den Impact. Den Twist und den Witz. Ne? Ja. Dieses wunderbare Klischee, Deutsche sind nicht lustig. Und in dem Moment, das war wirklich auch... und das kam, ich habe ihn in der deutschen Synchro halt gesehen und das kam halt auch nicht. Das war auch kein Lacher. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das in England sieht oder in Amerika, dass die Leute ausrasten vor Lachen. Ja. Weil, vor allen Dingen, ich habe mir das echt vorgestellt, wenn du da jetzt sitzt und diesen Satz zum ersten Mal hörst, wie ich habe dein Lachen in den Ohren geklungen. Ah ja, ich habe auch euch wirklich vermisst bei der Premiere. Ja, das ist auch echt immer schade, dass wir das nicht zusammen machen können. Nun, manchmal ist es so. Musik, John Williams, absolut. Ja, das reiht sich jetzt wirklich so ein. Kann man sagen, also das geht nicht. Du kannst keinen Indiana-Jones-Film machen ohne John Williams. Ich fand, dass das Thema, was die Helena bekommen hat, also die Figur von Helena, von Phoebe Waller-Bridge, sehr schön, sehr schönes Thema. Ja. Es gibt ja auch eine Version, wo Anna-Sophie Mutter, die, ich glaube, sie spielt es sogar auch im Film, die Geige oder die Bratsche, was sie da immer spielt. Sie ist ja Sophie Mutter ist ja mit John Williams auch aufgetreten. Die haben zusammen auch ein Album gemacht. Ach ja, stimmt, in Berlin, ne? In Berlin und, glaube ich, in Wien. In Wien ist die Aufnahme entstanden. Okay. Und das ist natürlich schön, weil natürlich kannst du diese Themen bei Indiana Jones, du kannst nicht einfach ein neues Thema schreiben. Ich finde das, was er mit Star Wars gemacht hat, die neuen Themen schon sehr, sehr, sehr schön auch. Also das Thema von Ray und so diese Sachen. Aber das bei Indiana Jones, du hast einfach dieses, du brauchst diesen treibenden. Da ist so ein, immer bei Indiana Jones ist immer so ein leichter Wagner drunter. Immer so ein leichter Walkürenritt. So, immer so ein bisschen. So vom Rhythmus zumindest. Weil, John Williams ist ja auch sehr davon geprägt. Also ich weiß noch, mein Sohn, der hat mir mal Sachen vorgespielt und sagte zu mir, ja hier, hör mal. Und da habe ich habe hundertprozentig gedacht, das ist John Williams, aber das war tatsächlich irgendein klassischer Komponist. Ich weiß jetzt nicht wer. Ne? Also John Williams ist schon ein klassischer Komponist der modernen Zeit. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, er und Morricone. Also das sind für mich die Größen. Ja, und Elfman und ja, das alles ist die neue Garde. Da fangen wir jetzt einfach nochmal an. Aber das ist, ich finde, da müssten wir mal einen speziellen Podcast drüber machen. Ich finde, dass man Morricone und Williams nicht wirklich vergleichen kann. Weil ich finde, wenn man die hört, hört man sofort, aber sie sind für mich, stehen sie auf einem Level. Also das sind wirklich die beiden Komponisten, die mein Leben wirklich geprägt haben. Also ich sage ja immer, es vergeht kein Tag, wo ich nicht eine Melodie von John Williams, meistens ist es John Williams, aber oft ist es auch Morricone, wo ich mir die Vorsumme vorpfeife oder so irgendwie. Das ist so in meiner DNA drin. Mhm. Ne? Das ist unglaublich. Ich kann ja auch die Titelmelodie vom Weißen Hai furzen. Ja, das kann ich auch. Welcher Film? Ich konnte die mal rülpsen. Welcher Film? Weiß ich nicht. 9,5 Wochen. Echt? Ja, das geht Mickey Rourke und Kim Basinger. Ach ja, das, dieser Junge. Mein Freund kann die Titelmelodie, kann die Musik vom Weißen Hai. Genau, und dann macht er einfach so. Ich kann nur den Anfang. Ja, es gibt auch Sachen von 9,5 Wochen, an die erinnert man sich. Also nicht nur Kühlschrank und ja, das haben wir nachgemacht. Das habt ihr nachgemacht? Was eine Sauerei. Alter Falter. Ich möchte trotzdem, weil es ja ein Spoiler ist, was wir jetzt hier machen, nochmal über das Ende sprechen. Es gibt zwei Entscheidungen am Ende, zwei Erzählentscheidungen, über die ich mit dir reden möchte, und zwar die Entscheidung mit der Zeitreise. Ja. Hätte man das anders
machen können, hätte man, ich meine, es geht ja die ganze Zeit um Archimedes, ja. Hätten sie sich vielleicht nur ein bisschen vertan können, vertun können. Und sie wären im Ersten Weltkrieg gelandet und nicht direkt in der Römerzeit. Mhm. Hätte das Sinn ergeben? Oder wäre dann die Archimedes-Geschichte? Es wäre, also es hat mir alles gut gefallen, muss ich sagen. Und ich fand auch gut, dass dieser Event, nämlich diese Zeitreise, dass das ja eigentlich wie bei allen Indiana Jones-Filmen, also dieses Besondere, das, also praktisch die Auflösung beziehungsweise das Erreichen des MacGuffins, also worum es in diesem, der zentrale MacGuffin, der wird dann endlich gefunden und dann passiert irgendwas. Ja. So, das war ja in allen Indiana Jones Filmen. Und ich fand es gut, dass das wirklich erst da eingesetzt wurde. Meine Befürchtung war nämlich auch, benutzen die das jetzt so inflationär wie in Back to the Future, was ja in Ordnung war. Back to the Future hat das super gemacht, auch der zweite Teil. Gerade der zweite Teil. Ich hatte so einen Spaß, aber das will ich nicht in einem Indiana-Jones-Film sehen. Mhm. Verstehst du? Ich will jetzt nicht, dass Indiana Jones, dass der sich selber sieht. Hatten oder wir so, jetzt gerade mit The Flash ja auch. Ja, ganz genau. Und so. Also das ist alles, das wäre doof gewesen. Es ist so, also was ja bei Crystal Skull kritisiert worden ist, ist diese Sache mit den Aliens. Dass das ja übernatürlich ist und das unglaubwürdig und also das Jumping the Shark, dieses, ne? Wo man sagt, okay, da sind sie zu weit gegangen mit. Aber gucken wir uns die Indiana Jones-Filme doch mal bitte an. Ja, bitte. Bitte. Also, was ist denn mit der Bundeslade am Ende? Ja. Was ist denn mit den Geistern der Vergangenheit, die da die Nazis zum Sprengen? Was ist mit Temple of Doom? Was ist denn mit dem Heiligen Gral? Ja. Entschuldigt mal. Was ist mit dieser unsichtbaren, weißt du, mit dem Sand? Ja, ja, ja. Weißt du, das ist alles so over the top. Was ist mit den Indiana Jones-Spielen? Fate of Atlantis. Ja, ja. Das ist immer Teil davon. Das scheinen die Leute wirklich ein bisschen vergessen zu haben. Ja, man könnte jetzt argumentieren, dass das vielleicht was damit zu tun hat, dass das eine, das sind ja immer wirklich so Mythologien und Außerirdische, naja, das ist ja was wir selber mit so einem Augenzwinkern sehen, was er glaubt ja selber keine Sau dran, außer jetzt gerade, was in letzter Zeit so alles berichtet wird. Du meinst die Echsenmenschen, die überall rumlaufen? Nein, ich red von den Sichtungen von unbekannten Flugobjekten. Ja. Also das ist ja, weißt du, selbst daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Aber es waren ja keine Außerirdischen bei Dings bei Crystal Skull. Nein, es waren interdimensionale Wesen. Ah, okay. Darauf legt John Hurt immer wieder Wert als Figur. Ich habe ihn ja gestern erst gesehen, also den Film, nicht John Hurt, also auch John Hurt, aber nicht persönlich. Aber okay, geschenkt. Ja. Ja. Es wird erzählt, was mit der Figur von Shia LaBeouf passiert. Darüber reden wir jetzt mal nicht. Das spoilern wir jetzt mal nicht. Am Ende kommt es zu einer Begegnung, zu einer erneuten Begegnung von Indiana Jones und Marion. Ja. Das können wir jetzt sagen. Das ist ein Spoiler. Ja, aber da war das natürlich ein super Kniff, den man da gemacht hat, dramaturgischer Kniff, um da jetzt praktisch diese Begegnung nochmal zu machen, praktisch, dass das nochmal so einen emotionalen Impact hat, weil das ja thematisiert wird, warum er nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Ist es denn für dich auch der emotionale Abschluss, den du dir gewünscht hast für diese Figur? Ja, es ist doch schön, ja, oder schön. Nicht? Ich finde Karen Allen finde ich toll. Also die fand ich schon im ersten Teil, die fand ich schon bei Animal House. Fand ich die schon klasse. Stimmt, ja. Da hat die schon mitgespielt. Naja, und sie ist natürlich auch absolut, auch was das Alter angeht, und natürlich klar auch was die Geschichte angeht von Indiana Jones, absolut auf Augenhöhe. Ja. Ne, mit Harrison Ford. Und du darfst nicht vergessen, die beiden haben ja, also die Figuren jetzt, die beiden haben ein traumatisches Erlebnis. Absolut. Und finden jetzt wieder zusammen. Also von daher hat das super funktioniert, meiner Meinung nach. Also, wie soll man in den Film jetzt reingehen? Wir gehen davon aus, dass ihr ihn gesehen habt, sonst macht dieser Spoiler-Podcast jetzt keinen Sinn. Pass mal auf, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie man in diesen Film reingehen sollte. Ich würde einfach mal sagen, wir sind zufrieden. Er ist okay. Es ist kein Meisterwerk. Ja, er findet das Rad jetzt nicht neu. Des Schicksals nicht neu. Das aber, ist eine sehr schöne Formulierung. Aber er gibt mir das, was ich erwartet habe und sogar noch einen Tacken mehr. Ist es mehr als Fanservice oder ist es... Ja, Fanservice, das hat ja auch immer so einen schlechten Ruf. Ich halte mich da an Stuckman, der gesagt hat, ich bin Fan, I want to be served. Also, wo ist das Problem? Wenn ich einen Indiana Jones Film sehen will, dann will ich einen Indiana Jones Film sehen und nicht irgendwie wie in, dann will ich maximal 5 Minuten sehen, wie Henry Jones unterrichtet.
Mhm. Und dann will ich den aber verdammt nochmal in irgendwelchen Flugzeugen oder in irgendwelchen Dschungels oder so. Oder Chris in irgendwelchen Stuckman, falls ihr ihn nicht kennt, ist ein amerikanischer Kollege von uns, der Filme bespricht sehr gut, von uns immer sehr, sehr gern gesehen. Er macht das immer sehr Weil der so unsere Linie hat. Unaufgeregt. So ja, auch das, aber er ist immer sehr unaufgeregt und er ist überhaupt gar nicht polemisch und so weiter. Ja. Das ist so eine Tendenz, die man natürlich auch sieht. Ja. Ne? Wenn einem was nicht gefällt, ist alles gleich sofort das Ende der Welt und Weltuntergang und Disney ist kaputt und so weiter. Und da ist Stuckman sehr, 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 sehr klug, können wir euch sehr, sehr auch empfehlen. Definitiv. Okay. Ja. Das war's dann. Ja, eins wollte ich jetzt gerade noch sagen, was du gesagt hast. Fanservice, Stuckman und was hast du? Irgendwas hast du noch gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Siehst du, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Ja. Also es waren die beiden Sachen, die du am Ende besprechen wolltest. Das einmal mit der Zeitreise und das einmal mit Mit Karen. Achso, we serve you. Also you want to be served. Du möchtest bedient werden. Ja. Naja, und ich habe es ja schon gesagt, das, was Harrison Ford in Berlin zu den Leuten gesagt hat, we are here to serve you. Ja. Insofern, mission accomplished. Ja. Viel Spaß beim nächsten Podcast und schreibt uns einfach, was euch so gefällt oder nicht an dem, was wir machen, oder? Ja, ist das jetzt, ganz genau. Das ist ja jetzt das ist ja Post-Credit, was wir machen. Ja, ja. Ne, sozusagen. Ist das unser erster Post-Credit-Scene? Ich weiß auch nicht. Sozusagen? Wahrscheinlich, könnte man sagen. Gut. Ja. Wir bedanken uns für euer Zuhören und Sehen. Tschüss. Alles Gute. Auch beruflich. Sage ich das nicht gleich? Das hast du schon gesagt. Ja, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es ist fast wie bei der Zeitreise hier, echt. Da sind wir wieder. Falls euch das gefallen hat, bitte liked uns. Oder falls euch das gefällt, es kann ja sein, dass sie es noch nicht gesehen haben. Ja, okay. Oder falls es euch gefallen wird, vielleicht. Es kann ja sein. Also, was kann man alles machen? Man kann uns liken, empfehlen. Genau, und abonnieren. Ja. Ja, abonnieren, das klingt übrigens. Wie klingt das? Als würden rumänische Organhändler, die ja alle vier Wochen was schicken. Ja. Das tun wir nicht. Die sogenannten abonnieren. Manchmal brauche ich so eine Sekunde. Ja, das ist überhaupt kein Problem.